Hallo. Moin, moin. Moin, everybody in the German world. Sag doch mal auf. Wake up and clear your brain. Time to listen to what people are saying. Government is lying again and the media is acting insane. It's so good to stay in bed. And I know they're talking heads, but you can sleep when you are dead, so wake up. Wake up. Ich bin schon wahr. Wir sind alle wach. Ich bin wach. Uah. Heute mal fast so früh wie nie. Thiel überrascht mich plötzlich mit einem Anruf eine Viertelstunde vor Termin. Ja, Entschuldigung. Das heißt, wir haben sogar schon gesmalltalkt hier. Abseits. Naja. Wir danken heute Dirk Rüdiger und Alexander, der schickt 51 Euro und schreibt, Aufwachen Folge 138, Horst Reishofer war großartig. Danke. Bitte. Jakob, Max danken wir, Anna, Bernhard, unserem ganz treuen Bernhard, Florian, Lars, Markus schickt kanadische Dollar und liebe Grüße. Das ist neu, also die kanadischen Dollar. Und wir haben sogar noch mehr davon bekommen von jemand anderem, das habe ich mir aber jetzt gerade nicht notiert. Christian danken wir. Er schreibt, mit besten Grüßen aus Hamburg und dem Wunsch, eine fundierte soziologische Aufwachen-Podcast-Folge zur aktuellen Lage der Medienlandschaft. Hat mich schon ein bisschen verwirrt. Der was? Der Medienlandschaft. Wir machen auch jeden Tag hier Medienlandschaft. Ja, das ist so nichts anderes. Und er schreibt weiter, für Luhmann steht fest, dass Medien viel eher Realität erzeugen, als dass sie diese abbilden. Teilt ihr beispielsweise diese Auffassung? Ja, das machen wir so sehr, dass ich mich da hingesetzt habe und ein ganzes Buch darüber geschrieben habe. Sei damit empfohlen. Aber wir kommen auch heute nochmal auf gefühlte und faktische Realität zurück. Passt also heute diese kleine Botschaft von Christian. Markus schickt 49,99 €, ist also hier im Discounter kurz einkaufen gegangen und schreibt, danke für euren tollen Podcast, weiter so, Folge Apfelsteuer war der Hit. Und Sandra danken wir auch sehr. Sandra ist fast an die Produzentengrenze rangeschrammt. So, und Kommentare lesen wir Dienstag. Ich freue mich ja schon auf Dienstag. Ja, am Dienstag. Dienstag ist großer Tag, weil ich habe es gestern auch noch nicht gewusst, aber am Montagnacht gibt es die erste Auseinandersetzung zwischen Clinton und Trump. Die werden wir dann also gleich am Dienstag, allerdings dann erst nachmittags, damit wir es uns ein bisschen vorbereiten können, gucken. Unsere Podcast-Folge werden wir auch live streamen. Und dann sind wir mal gespannt, was da so rumkommt am Dienstag. Es könnte ja sein, dass die Erwartungen so hoch sind, dass wir alle ganz enttäuscht sind. Na, mal schauen. Am Dienstag wird man dann noch Kommentare lesen. Erstaunlicherweise gab es ganz viel plötzlich zu Geld und Finanzierungsfragen. Haben wir dazu irgendwie aufgerufen? Ja, ich weiß auch nicht. Oder haben wir denen erlaubt, darüber zu reden? Im laufenden Betrieb kam es plötzlich auf. Ich habe auch mal drüber nachgedacht. Ich kann euch noch eine kleine Rechenaufgabe mitgeben, bevor wir Dienstag auf die Kommentare eingehen. Also wir haben jetzt gerade unsere, zumindest die Audio-Download-Statistik ist ja öffentlich, 120.000 Downloads in den letzten 30 Tagen. Wenn man jetzt sagt, okay, die Hälfte lädt es noch runter und vergisst es dann zu hören oder kommt nicht dazu oder sonst irgendwie aus Tradition noch im Podcatcher, aber wird dann nicht angespielt. Also sind wir mal bei 60.000. Rechnen wir auch die 30.000 Video-Views pro Monat ab. Also sind wir auf einem sehr soliden, wo man sagen könnte, okay, die hören wirklich zu. 40% der Downloads, also 60.000. Das runtergebrochen auf den Bedarf, den wir haben, um sagen zu können, okay, wir machen hier Quartalsplanung, bei der wir wissen, können wir so weiterführen, heißt zum Beispiel nicht 1 € pro Folge pro Nase, sondern 10 Cent pro Folge pro Nase. Und jeder, der Lust hat und sich auch jetzt das schon Abzocke. Das ist Abzocke, sich jetzt schon beteiligt hat, kann ja mal überlegen, wie wir eine Motivationsstruktur schaffen, bei der wir auf 10 Cent pro Folge kommen. 10 Cent pro 2 Stunden Unterhaltung im schweren Metier der Politik. Können wir dann nächsten Dienstag mal genauer drauf eingehen. Ich habe auch eine Idee, wie man so eine Motivationsstruktur schafft. Bitte keine Vorschläge hinsichtlich. Ihr könnt ja den Podcast machen und nebenbei dann T-Shirts drucken für die Leute, die spenden oder so. Das machen wir doch schon mal jung und naiv. Also wir machen wirklich nur den Podcast. Kein Merchandise, Werbung. Also ein Werberahmenvertrag für ein Jahr müsste irgendwie 6-stellig sein, weil dann kann man sagen,
wir würden ja dann quasi auf jede Unterstützungszahlung aus dem Publikum verzichten. Und meine Idee ist aber genau das Gegenteil, nämlich das so breit wie möglich aufzustellen. Also ich wäre zum Beispiel mit 10 Cent pro Folge, pro Nase wirklich am meisten zufrieden. Von einem, der mit dem Podcast hier gar nicht so viel zu tun hat, alles Geld zu kassieren und dann irgendwie, also Werbung ist ganz, ganz schwierig. Wir haben dazu zwar auch ein paar Anfragen und so, aber das ist wirklich, das ist weit weg. Das ist ein anderes Universum, das sollen andere machen. Also ich finde, wir könnten für Oma Erna hier gute Apotheken-Werbespots machen. Das stimmt. Die Apotheken-Umschau hat sich gemeldet. Ja. Davon lebt das ganze amerikanische Fernsehen, Medizin zu verkaufen für den doppelten Preis als notwendig, aber nee, sowas machen wir nicht. Also wenn wir ein paar Oma Erna und ein paar Opa Gerhard Hörer dabei haben, die auf Apotheken-Umschau, die kann man ja besonders abzocken. Ja. Meldet euch. Ja, also Rahmenbedingung, 10 Cent pro Nase, wenn man davon ausgeht, dass 40% unserer Downloads auch tatsächlich im Ohr ankommen bei denen, die bereit wären zu unterstützen, zu produzieren. Gefühlt sind es mehr Hörer. Ja, also gut, gucken wir mal Nachrichten. Wir beginnen mit einem ganz merkwürdigen Clip, den habe ich bei der SZ gefunden und von, also heute Morgen habe ich gelesen, Facebook hat den ersten Werbepartnern Bescheid gesagt, ja, wir haben da leider in der Statistik einen kleinen Fehler gemacht, wir haben die Video-Download- und Betrachtungszahlen so um 60-80% überschätzt, könnt ihr uns verzeihen? Worauf die ersten sagen, wie ich dachte, Video ist das neue Ding bei Facebook, was ist denn da los? Vom Heute-Journal, die haben das gestern getwittert, wissen wir, 75% der Leute gucken die Videos einfach ohne Ton. Ist ja auch ein sehr tolles Merkmal von Videos, ja, funktioniert irgendwie super. Ton, das heißt, man kann nur Bilder, also Text einblenden, ohne das Bild zu verdecken. Man schafft es also in den 50 Sekunden, die ein User durchschnittlich ein Heute-Journal-Video guckt online, schafft man ungefähr 3 Sätze unterzubringen. Also eine super Quote für das neue Erfolgsmedium Video. Wir gehen mal hier zur SZ, die hat nämlich das eine Thema aufgegriffen, was wir schon ein paar Mal jetzt angesprochen haben, nämlich, dass hier wieder Mauern gebaut werden, zum Beispiel in Syrien oder auch in Frankreich, und diese Mauer bezahlt England, und die SZ hat sich gedacht, na, wir machen mal eine Minute Video und reden da gar nicht drauf. Also wir machen ein, wie ich sagen würde, dem politischen Thema angemessen, ein Video ohne Worte, ja. Es werden Mauern in Europa gebaut. Also ihr hört es ganz leise, ein bisschen Baulärm. Und Thilo und ich erzählen euch, was wir da sehen und auch was der Text, der eingeblendete Text sagt. Mhm. Bauarbeiten für die Mauer an der französischen Kanalküste. Man sieht Bagger, Zement wird rangefahren. 4 Meter hoch soll sie werden und 1 Kilometer lang, haben sie ja gerade mal unterschlagen. Dass der Text einfach mal die Hälfte des Bildes einnimmt. Ja. Ein Bauarbeiter springt ins Loch und buddelt ein bisschen nach. Finanziert von Großbritannien. Sieht aus wie Geber, also wie Undertaker. Wir sehen noch einen Bauarbeiter. Ein Bagger. Oh, ein Polizist bewacht die Baustelle im Betrieb. Läuft ein bisschen auf und ab. Guckt mal, ob alles ordentlich ist. 2,7 Millionen für 1 Kilometer. Na, das sind 2.700 Euro pro Meter. Für eine 4 Meter hohe Mauer. Kann man ja mal kurz... 2.700 Euro pro Meter kann man ja mal Trumps Mauer durchrechnen. Ich meine, wir machen hier den Praxisfall, ja, für Trumps ganz wahnsinnige Idee. Also es wird schön gebuddelt. 10.000 Migranten harren derzeit in Calais im Dschungel aus. Na, da müssen wir jetzt wirklich eine Mauer bauen, geht ja nicht anders. Ein Bagger fährt. Ein deutscher Bagger. Jetzt sieht man hier mal die schon eingezäunte Straße, die dann in den Kanaltunnel fährt. Und jetzt nochmal einen kurzen Blick aufs Lager. Na, alles ruhig. Die schaffen es auch noch 5 Jahre da so auszuharren, wie die SZ schreibt. 3 laufen gelangweilt lang, hinten stehen Dixie-Klos und das Video ist zu Ende. Supplied by Reuters stand da. Jetzt sind wir im Bilde. Das muss man mal vergleichen mit dem Pathos, wenn irgendwie die deutsche Einheit gefeiert wird, ja. Wir sind jetzt wieder fast im Oktober-Modus hier. Letztes Jahr 25 Jahre deutsche Einheit, Mainbrücke abgesperrt, große Leinwand aufgestellt, Hunderttausende kamen. Also Mauerabriss, immer große Feier, Mauerbau, oh, da kann man mal kurz ein Video ohne Worte machen. Naja, gucken wir mal, was das Fernsehen gemacht hat, wo man sich besser mit Videos auskennt. Heute-Journal, wir sind beim Montag, Klaus Kleber eröffnet die Heute-Journal-Sendung. Es geht um die Wahlen, deswegen ist es schon unwahrscheinlich, dass wir diese Sendung gleich gucken, aber wir gucken mal, wie er anfängt. Guten Abend, diesmal ist die Kanzlerin wenigstens nicht weit weg.
Ja, es gibt gleich doppelt, dreifach Gründe zu skippen, ja. Wenn der erste Satz einer Landtagswahlberichterstattung lautet, diesmal war die Kanzlerin nicht weit weg. Die Frage, die man sich dann hier stellen kann, wollen wir es wirklich skippen oder hat Thilo noch Lust auf die politischen Einschätzungen von Albrecht von Lucke? Oh ja, bitte. Nein, wir skippen. Zweites Thema, nach etlichen 10 Minuten oder so, CETA. Zu CETA gab es einen sehr lustigen Tweet von Tobias Düno, dessen kleine biografische Wende uns Thilo kurz nochmal beschreibt. Herr Düno war, oder ist, gehört zum engeren Zirkel von Herrn Gabriel, war bis vor einem halben Jahr auch Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums und ist dann gewechselt in die Parteizentrale und ist da jetzt quasi Partei-Wahlkampfsprecher und Koordinator und so weiter und so fort. Also Herr Düno, gut bekannt aus der BBK, saß da immer sehr bräsig und hat wie so eine Maschine eigentlich gesprochen. Der mit Herrn Jäger aus dem Finanzministerium immer gewettet, ob ich die letzte Frage stelle oder nicht. Und da haben sie immer Geld zugeschoben. Dass die beiden sich gut verstanden haben, kann ich mir gut vorstellen. Ja, und jetzt sind wir irgendwann, sehr bald sind wir beide los. Ja, Herr Jäger geht nach Baden-Württemberg in die sichere Gefilde, weil so sicher ist es nicht, dass Schäuble vielleicht doch in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden muss nach dieser Wahl. Ja, ich glaube, daran liegt es nicht. Vielleicht soll er irgendwas aufbauen oder er wird aufgebaut. Oder ja, so. Naja, das stand da so in dem Text von Herrn Gamelin, aber ich glaube. The Brain. Ja, The Brain Jäger, naja. Tobias Düno hat jedenfalls getwittert zur Sachen CETA, weil es war ja auch Thema, nachdem es Montag durch den SPD-Parteikonvent gekommen ist, irgendwo in der deutschen Provinz, Wuppertal oder so, keine Ahnung, hat er getwittert, nachdem es auch im Bundestag präsent war und schreibt, SPD-Konvent war nicht öffentlich, aber so viel sei verraten. Debatte zu CETA war besser, ehrlicher und informativer als gerade im Bundestag. Eines sei verraten. Ja. Also das glaube ich auch, Herr Düno, sofort, ja, dass die große deutsche SPD, die Sozialdemokratie selbst, die das große CETA-Thema verhandelt, also wie gehen wir in der Welt mit Konzerninteressen im Vergleich zu Kunden- und Bürgerinteressen um, dass er dann schreibt, ja, wir haben das leider hinter verschlossenen Tür gemacht, aber ich kann euch sagen, es war gut, es war ehrlich und es war informativ. Es war gut. Ich sag mal so. Also, so viel sei von mir verraten, glaube ich sofort. Wir hören mal, wie töfte eigentlich alles mit CETA ist. Das Heute-Journal hat sich da auch gleich eingereiht. Und wir denken dabei, während wir jetzt diesen kleinen Bericht hören, in dem mal verglichen wird, TTIP und CETA und was an CETA alles besser ist, denken wir mal an diese Strategie von Apple, iPhones zu verkaufen und ein iPhone mit einer ganz kleinen Speichergröße, das waren bisher 16 GB, jetzt sind es, glaube ich, die doppelte 32 GB, für 100 Euro weniger anzupreisen und das nächste Modell, was viermal so viel Speicher hat, für 100 Euro mehr dann zu verkaufen. Also diese Idee von iPhones gibt's schon für einen ganz kleinen Preis, aber wenn du nur 100 Euro mehr zahlst, kriegst du schon richtig viel Besseres. Ja? Also der kleine Psychotrick, du willst doch nicht wirklich das Billige nehmen, oder? Jetzt hören wir mal, wie in dieser Marketing-Maxime des ZDF-Journalismus vertreibt zum Thema CETA Töfte und TTIP, na gut, da hattet ihr schon immer recht, so richtig gut ist es nicht. Bei TTIP wollen die USA nach wie vor private Schiedsgerichte einrichten. Das sind wenig transparente Gremien mit wenigen Personen, die weitreichende Entscheidungen fällen können, auch gegen souveräne Staaten über deren Gesetze hinweg. Schlecht. Bei CETA gibt es... Warum machen wir das nicht so wie bei den Kanadiern, dass wir einfach private Schiedsgerichte umbenennen in Investorenschutz? Gerichte oder nee, pass auf, die werden noch anders wir hören mal genau zu, wie sie hier genannt werden. Öffentlich-rechtlich. Statt dieser privaten Schiedsgerichte einen öffentlich-rechtlichen Gerichtshof. Öffentlich-rechtlich ist gut. Das wissen wir. Ja. Ein sogenanntes Investitionsgericht. Hier soll es die Möglichkeit einer Berufung geben. Es soll transparent zugehen. Mhm. Es soll durch transparent TTIP zugehen. Werden europäische Unternehmen kaum an öffentliche Aufträge in den USA kommen. Die werden vor allem von den Einzelstaaten und den Landkreisen vergeben, die nicht mitverhandeln. Trotzdem sollen amerikanische Unternehmen Zugang zu öffentlichen Aufträgen in Europa haben. Besser dagegen CETA. Es verschafft europäischen Unternehmen Zugang zu öffentlichen Aufträgen in Kanada. Ein kleinerer Aspekt, in den TTIP-Verhandlungen ist bisher noch nicht klar, welch... Ja, ich meine zu diesen öffentlichen Aufträgen, ne? In Berlin... Das hat Lauer mal irgendwann vor einem halben Jahr oder so mal beschrieben. In Berlin
gibt's zwei Leute, die sich auskennen irgendwie mit europäischen Ausschreibungen. Jetzt sagt aber das Recht, das muss alles europäisch ausgeschrieben sein, ja. Also wenn eine Schule nur mehr als eine Toilette mal reparieren will, ist das schon eine europäische Ausschreibung. Jetzt wird hier als toll verkauft, dass sich bald die Kanadier, und das gilt dann für die Europäer genauso, auch noch darum kümmern müssen, dass wenn irgendwo in einer kanadischen Provinz eine Schultoilette repariert werden muss, dass das dann nicht nur kanadisch weit ausgeschrieben werden muss, sondern im ganzen CETA-Verbund. Ja, also du musst dann sicherstellen, und das ist dann ein gewisser juristischer Akt, dass in Hintertupfing oder so auch deine Ausschreibung ankommt, wenn du in Kanada irgendwo eine Toilette reparierst. Naja, aber das hat Tilo eben schon zu Recht belächelt. Das wurde hier nur sehr knapp kurz behandelt, dass wir dann auch Zugriff haben auf öffentliche Aufträge in Kanada. Hören wir mal weiter. Zölle für die Industrie gesenkt oder ganz gestrichen werden. Bei CETA dagegen ist bereits vereinbart, dass die Industriezölle gleich zu Beginn fast vollständig gestrichen werden. Ob diese Unterschiede CETA zu einem guten Vertrag machen, während TTIP ein schlechter bleibt, das ist eine politische Entscheidung. Mhm. Naja, ich wundere mich eh immer mehr, dieses Zölle-Thema, was ja gar nicht so wichtig ist jetzt eigentlich, finde ich, im Vergleich zu, was weiß ich, so diesen Standards, die da gelten und Richtlinien. Aber bei Zölle ja, selten hat sich der Staat so sehr dafür gefeiert, auf Einnahmen zu verzichten. Von denen, die eigentlich in der Lage sind, die zu bezahlen. Also, zum Wohle der Wirtschaft. Ja, zum Wohle der Wirtschaft, wirklich, ja. Also dieses, ja, dann sind wir endlich die Zölle los. Verstehe ich nicht. Wurde auch in den ganzen Debatten irgendwie wenig aufgegriffen. Aber ich meine, wenn das das große Problem wäre, dann könnte man da einfach hier ein EU-Gesetz machen oder so weiter. Oder EU, wie heißt das hier? So ein Beschluss. Ja, Zölle mit Amerika und Kanada, nö, sind vorbei. Ja. Das war's. Ja, also ich meine, Zölle sind im Grunde wie Steuern. Ja, da bringt der Staat zum Ausdruck, was er will. Und wenn dann eben, was weiß ich, große deutsche Automobilhersteller Unklarheiten damit haben, wie sie auf technischem Wege irgendwelche Standards da einhalten, dann sagt eben, und das ist ja real so, dann sagt Amerika, ein Mercedes Sprinter könnt ihr hier verkaufen, kostet aber 25%, weil wir das hier nicht wollen. Ja, und genauso sagt Deutschland oder Europa, Amerika, was es hier nicht will, und dann wird eben eine Barriere eingezogen, Zoll. Ja, das ist, da geht's ja, ich würde nicht sagen, dass das Geld primär im Vordergrund steht, sondern wirklich der Ausdruck eines politischen Willens, der sich ökonomisch niederschlägt und darüber sozusagen Effekte hervorruft. Und dass man die einfach so, ja, die schaffen wir jetzt einfach mal grundsätzlich ab, ja. Ja. Das ist doch bescheuert. Also ich finde es wirklich bescheuert, aber gut. So ist es in Europa. Die österreichische Sozialdemokratie hat ja auch einen Konvent gemacht und hat CETA beispielsweise abgelehnt. Und jetzt wissen wir ja, CETA ist kein deutsch-kanadisches Unternehmen, sondern ein europäisch-kanadisches Unterfangen. Mal gucken, wie das da weitergeht. Nächstes Thema. Ich hab da wenig Hoffnung. Ja, ich meine, wir kommen vielleicht nachher noch auf eine Mail, die uns David geschickt hat, zu Prognosen. Ansonsten gehen wir die auch Dienstag durch. Gabriel wird jetzt immer hochgeschrieben, er sitzt jetzt sicher im Sattel, weil die SPD in Deutschland irgendwie CETA durchgewunken hat. Da würde ich auch wirklich erstmal abwarten. Also im Standard steht, die EU-Mitgliedsländer werden voraussichtlich am 18. Oktober im Gremium der Außenminister, Achtung, mit qualifizierter Mehrheit entscheiden, ob sie das Freihandelsabkommen CETA mit Kanada gutheißen. Ja, und dann kann man ja mal gucken, wie sich Europa so anfühlt, wenn man mal Österreich wieder überstimmt, weil es sind ja nur so und so viele Einwohner oder Dänemark, die 5 Millionen. Aber das wird plötzlich qualifizierte Mehrheit. Sonst ist immer Einstimmigkeitsprinzip und so weiter. Aber ja, gut, die Einstimmigkeit hat man mit dem Lissabon-Vertrag dann schon so ein bisschen abgeschafft, weil man sagte, naja, 27 Länder oder 28. Das ist wirklich ein bisschen viel, aber dass man jetzt bei CETA, das ist einfach so. Ja, aber ich meine, CETA ist doch, und TTIP, das sind doch Völkerrechts, Verträge auf Völkerrechtsniveau. Und wenn da ein Land sagt, ich werde überstimmt. Ja, ich sehe da auch noch große Probleme. Also es wird eine interessante Sache. Gabriel sitzt jetzt erstmal sicher im Sattel, weil die deutschen Journalisten immer schreiben, also diese Prämisse einfach setzen können, ja, wenn die SPD zusagt, dann machen wir jetzt CETA, ja. Ich meine, unser Rettungsvorschlag für die SPD nächstes Jahr war ja, okay, Gabriel sagt kurz vor CETA und TTIP nochmal, nee, ja. doch nicht mit mir. Ich habe mir das angeguckt und das ist doch scheiße. Ja, er hört nochmal auf die Bevölkerung und
vielleicht, und das wäre eine wirkliche Rettung für die SPD, er schickt irgendwie Scholz und Bülow durchs Land und die sollen eine ordentliche Vorwahl machen oder sowas. Okay, letztens hat mir ein Kollege gesagt, naja, Gabriel ist halt einfach scheißegal. Der, ja, hat jetzt, der hat jetzt schon das Versprechen, wenn er nächstes Jahr politisch in Rente gehen muss, dann hat er bei einem der Konzerne, die, oder bei mehreren Konzernen und, oder bei Verbänden, die von TTIP oder CETA sich eine Menge versprechen, ja, schon einen sehr, sehr guten Aufsichtsratsplatz oder via Profalla einen neuen Job in Aussicht, so dass ihm das einfach scheißegal ist. Ja. Ja, sowas sehe ich da auch eher als wahrscheinlich, als dass Gabriel nochmal politische Vernunft walten lässt. Naja, nächstes Thema. Wir haben es ja nicht ganz geschafft, dieses Syrien-Ding, wo ich ja ein paar Clips noch hatte, aufzuholen, die letzten zwei Folgen. Also springen wir mal einfach ins Aktuelle rein. In Syrien hat das Assad-Regime die Waffenruhe für beendet erklärt. Ja, bevor wir hier überhaupt in die Situation versetzt werden konnten, das mal zu erwähnen, wie das so mit dieser Waffenruhe weiterging, ist es schon wieder zu Ende mit der Waffenruhe und es gibt hier noch so einen kleinen Nachtrag. Die Waffenruhe wurde von allen Konfliktparteien gebrochen. Ach so. 300 Gefechte und Angriffe, wie hier auf Aleppo, wurden in der vergangenen Woche gezählt. Die für Aleppo geplanten Hilfslieferungen haben die belagerte Stadt nicht erreicht. Ja, bevor wir also uns hier leicht erfreut zeigen konnten, es gibt eine Waffenruhe und Hilfslieferung, wissen wir, Waffenruhe gab es faktisch nie und die Hilfslieferung kam auch nicht an. Und das war Montag. Dienstag hat dann auch Klaus Kleber nicht mehr mit Wusen die Kanzlerin die Tagesthemen, die es heute schon alle öffnet, sondern hat sich dann mal auf dieses Aleppo-Thema eingeschossen, weil es ist ja, hat sich ja dann die Frage ist ja entstanden, wo ist denn dieser Hilfskonvoi? Ist er einfach nur nicht angekommen? Also verzögert er sich oder was ist da los? Und man hat es mal mit dramatischer Musik unterlegt. Mindestens 20 Menschen sind in diesem Angriff gestorben und auch die zerbrechliche Chance für einen Friedensprozess in Syrien. Guten Abend. Was da letzte Nacht zerstört wurde, war die erste Hilfslieferung für Menschen in den von Regierungstruppen umzingelten Gebieten der Stadt Aleppo seit vielen Monaten. Ja, Thilo ist ja live in der BBK dabei. Ich habe es mir nur angehört. Aber wissen wir schon, wer das war? Wie es genau vor sich ging? Also gar kam Flugzeug und hat es weggebombt oder war es ein Auto daneben? Was wissen wir eigentlich darüber? Naja, kommt drauf an, wen du fragst. Also die Bundesregierung ist schlau gewesen, hat jetzt nicht so wie die Amerikaner gesagt, das waren die Russen, das waren die Russen, sondern die Bundesregierung hat sich aufgeregt, hat sich empört, aber hat noch keine Finger in irgendwelche Richtungen gezeigt. Gleichzeitig, als ich gefragt habe, was wissen die Amis denn jetzt mehr als sie? Die werden schon genaueres wissen. Ja. Und die Amerikaner sprechen ja von einem Luftangriff. Und weil Luftangriffe ja eigentlich nur bedeuten kann, wer fliegt Luftangriffe? Syrische Truppen, Russland und die Anti-ISIS-Koalition. Ja. So, aber natürlich wollte man nicht ausschließen, dass es sich auch auf einen Angriff von uns handeln könnte. Gleichzeitig weiß man ja noch nicht mal, ob es überhaupt ein Luftangriff war. Die UNO hat erst gesagt, ja, es war ein Luftangriff und dann haben sie es zurückgezogen. Und es könnte auch ein Raketenangriff gewesen sein und wir werden ja gleich nochmal Herrn Assad hören. Aber das ist wirklich Wahnsinn, ja. Die Situation ist so, dass Drohnen über Aleppo fliegen und ihr Bild live auf YouTube streamen. Und wir können es alle sehen. So. Wahrscheinlich wird kein anderes Gebiet auf der Welt gerade so sehr überwacht wie Syrien von Satelliten und sonst irgendwas. Und dann wird der größte Hilfskonvoi, der nach Monaten, also ist nicht nur der größte, sondern auch der einzige, aber er war ziemlich groß, nach Aleppo fährt, auf der Straße weggebombt. Und wir wissen nicht mal, wie überhaupt. Ist da ein Auto daneben gefahren, hat eine Bombe gezündet, mehrere, wurde es irgendwie beschossen, gab es Luftangriffe, wenn ja, von wem? Ja, wir wissen gar nichts darüber. Also das ist wirklich sehr merkwürdig. Als wir vor Monaten schon hier Guido Steingart Steinberg gehört haben. Und er meinte, ja, das wird noch Jahre so gehen, dieser Syrienkrieg. Wahrscheinlich hat er am meisten recht, ja. Dieses, alles, was Klaus Kleber hier immer erzählt mit, was wir jetzt nicht gehört haben, letzte Woche, ja, Waffenstillstand, blipapo und so. Das ist einfach alles, das ist so die Daily Soap der Nachrichten, aber im Großen und Ganzen
Fortsetzungsgeschichte für die nächsten Jahre irgendwie. Das Interessante ist, dass, wie heißt der, Gabor Steinberg? Hm. Nee, nicht Gabor, sondern Gregor. Gregor Steinberg. Was? Sicher? Nicht Gabor Steingart, sondern Gregor Steinberg. Na, ist egal, wir wissen, wen wir meinen. Gregor Steinberg? Nee, das ist falsch. Google den mal, den gibt es nicht. Ich muss es jetzt hier mal eingeben. Warte mal. Stiftung. Gregor Steinberg. Guido Steinberg. Ich kann Gregor Steinberg nicht in deinen Kontakten finden. Ah, mein Kontakten Guido nicht, okay. Steinberg, unser Terrorexperte. Guido Steinberg, so ist es genau. Ja. Nein, nicht Terrorexperte, sondern Syrien-Experte. Nee, auf jeden Fall ist er so analytisch auf dem Niveau von Herrn Assad. Aber das werden wir auch gleich hören. Hm. Gut, springen wir mal kurz noch durch die Nachrichten. Karl Marx, wir erinnern uns, das große Manifest, also der Katholik, meine ich, hat sich geäußert. Dem ZDF war es eine Kurzmeldung wert. Zum Auftakt der Herbstvollversammlung der katholischen Bischöfe hat deren Vorsitzender Kardinal Marx deutliche Kritik an der Flüchtlingspolitik der CSU geübt. Ja, deutliche Kritik geübt. Das ist ja auch immer so dieser schöne Slang. Noch fast so beliebt wie Waffenruhe. Kritik üben. Jetzt hat sich das ZDF gedacht, ach, nur eine Kurzmeldung, muss das sein? Kritik üben ist immer gut. Ich finde auch mal Klartext reden. Super. Ja, das machen sie aber erstaunlicherweise nicht, ne? Beim Heute-Journal. Also so, dass sie vom Klartext reden. Dass sie ja, aber liebe Hörer, wenn ihr das irgendwo bei in Medien lest, dann denkt euch immer, dass diese Redaktion oder dieser Redakteur dann immer denkt, ja, das denke ich auch und endlich hat's mal jemand gesagt. Ja, vor allem verüben ist so ein komisches Wort. Also Anschläge verüben, Kritik üben. Ich finde, üben ist dafür ein sehr beliebtes, aber ein sehr ungünstiges Wort irgendwie, ja. Und was hast du heute gemacht? Ja, ich war im Fitnessstudio. Ich habe auch geübt. Was hast du gemacht? Ja, ich habe Kritik geübt. Ah. Ja, genau. Genau, üben, das ist irgendwie, ich würde üben, also derjenige, der das Üben-Wort am besten benutzt es halt, finde ich, so Peter Sloterdijk mit seinem Üben. Nichts lassen, wie es ist, sondern einfach, du musst dein Leben ändern, üben. Es geht nur über Üben. Also dafür finde ich es irgendwie gut. Aber nicht im Sinne von, ich will den finalen Schuss auf mein Leben setzen und ganz viele Menschen mit mir reißen, ja, dass ich dann sage, ich habe einen Anschlag verübt. So, ja, es war eine Probe oder so. Das ist ja auch der Aufwachen-Podcast, ne? Eine Kritik-Übungsstunde. Genau, eine Übungsstunde. So, am Folgetag hat dann... Bevor ich es vergesse, sorry. Ich habe es mir nämlich aufgeschrieben und mir fällt es gerade ein. Liebe Hörer, nächste Woche ist Günther Oettinger in der BDK, am Montag schon. Wenn ihr ernsthafte Themenvorschläge habt, bitte... Schreibt sie in die Kommentare. Ich stecke jetzt in seinem ganzen Fachbereich nicht so sehr drinne. Ich lese natürlich immer auf Netzpolitik. Aber, kannst du ja Sonneborns Frage aufgreifen. Herr Oettinger, wie oft buchen Sie sich in der Verhandlung, wenn Sie in Brüssel sitzen und über Netzneutralität reden, ins deutsche Festnetz ein? Dann fragt er sich, wie soll ich mich von Brüssel aus einbuchen? Und so. Also am besten irgendwas, wo er selbst sich schon mal in die Brennnesseln gesetzt hat oder... Ja. Mit einem Thema, mit dem er garantiert gerade zu tun hat. Ich stecke da leider nicht so sehr drin, aber er kommt jetzt endlich mal in die BBK. Also ich bin jetzt 2,5 Jahre Mitglied, er war noch nie da. Jetzt ist er da. Die besten Vorschläge, die Thilo bisher bekommen hat, war ja, egal welche Frage, Hauptsache auf Englisch. Ja, ja. Also, mal gucken, wie sich Oettinger schlägt. Naja, am Folgetag hat sich das ZDF dann gedacht, einfach nur so eine Floskel in den Kurznachrichten, dass er Marx Kritik übt, muss das sein? Können wir ihn nicht mal interviewen? Ja, klar können wir ihn interviewen. Leute wie, ich hab mir ja ein Interview gewünscht. Aber, Interview, ja genau. Leute wie, praktizierende Christen kommen eh zu kurz, finde ich ja auch, im Heute-Journal. Wieso nicht mal wieder da auch mal reinhören? Aber wurde Herr Marx zugeschaltet? Herr Marx wurde zugeschaltet, er stand auf der Straße, nachdem oder währenddessen die deutsche Hilfsbereitschaft in irgendeinem Akt gefeiert wurde, sodass auch die... das Heute-Journal nochmal einen großen Bericht über die deutsche Hilfsbereitschaft gemacht hat. Also alles sehr gut, müssen wir hier im Einzelnen nicht hören, weil wir finden es eh alle gut, hoffe ich zumindest. Nochmal eine kleine Anekdote, wir waren ja gestern bei Herrn Münkler. Ah ja. Und vor uns, wir waren um 10.30 Uhr dran und vor uns war eine Stunde lang das ZDF da und hat mit ihm halt Fragen also auch so ein Interview gespielt, ne? Und da meinte so, ja, ich so, naja, also das wird jetzt eine Stunde, ne? Ja, also das hätte einfach eine Stunde, weißt du denn, wie viel davon gesendet wird? Also, ja,
20 Sekunden? Ja, das sind die typischen Heute-Journal-Beiträge oder so. Ja, ja. Wo du dann mal kurz eingeblendet wirst. Und wir haben auch in der Jungen Naiv-Folge darüber gesprochen. Ich so, ja. Also du weißt das vorher, dass du eine Stunde mit denen redest und du weißt ganz genau, dass 20 Sekunden davon nur im Heute-Journal kommen. Also ja, ja, das kommt dann auch, das ist dann nicht mehr eine Stunde Interview, sagt er, das ist dann auch oft, dass du 10 oder 20 Minuten lang eine und dieselbe Frage nochmal und nochmal beantwortest, damit du dem Redakteur so eine 20 Sekunden Antwort gibst oder 30 Sekunden Antwort. Und da meint er dann so, es ist ja auch nicht so, dass die Redakteure dir dann sagen, Herr Münkler, bitte jetzt das alles nochmal in 30 Sekunden, sondern sie sagen dir das, ohne dir das direkt zu sagen. Ja, die schämen sich dann nicht, dir die Frage wirklich reinzudrücken, damit sie genug Videomaterial haben, um am Ende das Beste auswählen. Also ich finde es super peinlich irgendwie. Man muss es auch auf Fragen, also auf Antworten der Seite, muss man sich wirklich erst dran gewöhnen, fast üben. Ja, dass man auch bei der siebten Antwort noch aussieht, als wäre es die erste und völlig überraschend. Aber so läuft es da, ja. Ich meine, darum liebe ich die Junge Naiv-Interview. Sobald die Kamera einmal läuft, läuft das Gespräch. Da können wir nicht nochmal sagen, wir machen nochmal. Ja, wenn's ZDF oder auch irgendwelche Reportagesendungen so immer in der FAZ aufschlugen, um beispielsweise Michael Hahnfeld zu irgendeinem Medienthema zu interviewen oder Sapp dann irgendwie bei Schirmacher da war und so. Die brauchen ja auch wirklich einen halben Tag und drei Leute, um das Licht aufzustellen. Ja. Das ist Wahnsinn. Also die sind ja nicht in der Lage, ein Bücherregal ordentlich auszuleuchten. Das muss getestet werden. Dann kommen da wirklich drei Leute, riesige Koffer, die Fahrstühle sind die ganze Zeit blockiert und so. Also es ist wirklich, man kann es sich nicht vorstellen, wie sinnlos, wahnsinnig riesig der Aufwand ist. Das ist der Unterschied. Bei denen geht es um Performance und Look. Ja. Ja, und kurze, knappe Statements. Ja. Und gleichzeitig tun sie aber immer so, als wäre es gar kein großer Aufwand und stellen die Leute immer auf die Straße, ja, um mit ihnen zu reden. Ja. Oder vor irgendeinen schönen Berg, der da leuchtet oder so. Und ich glaube, eine Möglichkeit, diese ganze Interview-Simulationen vielleicht ein bisschen einzuschränken, beziehungsweise abzuschaffen, wäre ja einfach nur, wie Elmar Thewissen ja schon gesagt hat, oder wie wir ihm ja gebeten haben, so, hey, warum stellt ihr die ganzen Sachen, diese ganzen langen Interviews, wo ihr immer nur Ausschnitte in dem Heute-Journal zeigt, einfach online? Ja. Also, das ist ja für den Interviewten auch besser, weil er dann sagen kann, ah, hier ist das ganze Interview, was ich mit dem Heute-Journal gemacht habe. Für euch ist es besser, damit ihr Transparenz walten lassen könnt und ihr euch nicht diesen Lügenpresse-Vorwurf und so weiter aussetzt. Ja, ach ja, da sind die Kapazitäten nicht da. Ja, nee, es ist denen zu peinlich. Diese Interviews, die sie für Berichte machen, ist denen zu peinlich. Anders eben bei den Interviews, die dann Klaus Kleber selbst vom Tisch macht, die können dann auch vorher aufgezeichnet sein und sind dann wenigstens als Gespräch hörbar, weil sie dann eben doch jede Frage nur einmal, es sei denn, Marietta Slomka legt es drauf an, weil sie dem Ausweichen will und stellt dann die Frage bewusst provokativ dreimal. Das hat aber dann auch seine eigene innerliche Note. Also Karl Marx stand hier jetzt einen Tag später, Dienstag, auf der Straße, hat berichtet und ich habe das mal mit reingenommen. Also ich fand es hochinteressant. Karl Marx finde ich jetzt selber nicht so interessant, aber dass man zumindest nach dem ganzen AfD-Zeug auch mal die Mehrheit der Deutschen kurz widerspiegelt, was die eigentlich so für die Flüchtlinge tun. Naja, Karl Marx, Die Mehrheit macht gar nichts für Flüchtlinge. So kann man es ja auch mal sagen. Ja, aber mehr helfen Flüchtlinge, als sie irgendwie digitalmäßig rumlaufen und so. Absolut. Das meinte ich. Herr Marx weiß auch, dass es da eine kleine Schieflage gibt und bedankt sich mal hier beim ZDF. Ich vermisse eigentlich, dass Politiker und auch die Gesellschaft insgesamt, Sie als Medien haben es ja heute Abend dann einmal getan, danke dafür, das auch wahrnehmen, dass so viel getan wird. Ja, und deswegen kann ich heute vom ZDF sprechen, wie ich es immer mache und wie er mir immer sagt, es ist ein Fehler, aber es ist jetzt das ZDF. Ja, das C ist von der CSU zum ZDF gerutscht. Vielen Dank, liebes ZDF, dass du dich um diese christlichen Dinge auch mal kurz gekümmert hast. Mal gucken, wie es dann in einem halben Jahr, falls ihr mal wieder darauf zurückkommt, weitergeht. Wer kümmert sich eigentlich noch um Flüchtlinge? Die Vereinten Nationen, ne? Also, hören wir mal kurz rein hier. Wie weit läuft es denn so in New York bei der Vollversammlung in Sachen Flüchtlingshilfe? Mehr Schutz und Hilfe für Flüchtlinge, das streben die 193 Mitgliedsländer der Vereinten Nationen an. Auf dem ersten großen UN-Flüchtlingsgipfel verabschiedeten sie dazu eine New Yorker Erklärung. Ja, rate mal, was ist der Kicker bei dieser New Yorker Erklärung? Ist nichts unverbindlich. Ist nichts verbindlich. So. Genau. Allerdings ist die Erklärung rechtlich nicht bindend. Ja, wie zu erwarten. Schön. Klaus Kleber ist das auch ein bisschen zu blöde, weshalb er dann noch einen Tag später so darüber spricht.
die Vollversammlung der sogenannten Vereinten Nationen. Ja, wir haben jetzt nicht nur einen sogenannten islamischen Staat, sondern wir haben auch als Pendant dazu sogenannte Vereinte Nationen. Also Klaus, sehr gut, fand ich irgendwie sehr witzig. Apropos Amerika, fällt mir auch gerade ein, wir hatten ja vor ein oder zwei Folgen aufgerufen, uns Tipps zu geben in Sachen Chomsky-Reise und so weiter und so fort. Ich bin sehr enttäuscht von unseren Hörern. Da gab's also fast gar keine Reaktion drauf, auch also wenn da kein Interesse daran besteht. Ja, ich meine, das ist das eine. Und wir haben auch sehr wenig oder gar keine Hörerkommentare per Audio bekommen, fiel mir jetzt mal die Tage auf. Also vielleicht fällt ja jemandem mal ein Chomsky-Kommentar ein, den er uns einspricht. Ja. Desiderate hier. Ich freue mich auf den Trip nach Amerika, ich freue mich auf Chomsky, aber gleichzeitig ist schon wieder so ein scheiß Bauchgefühl, weil ich ganz genau, also jetzt mittlerweile das Gefühl habe, okay, da kommt noch nicht mal ansatzweise so viel Geld zusammen, damit wir da also wenigstens kostendeckend arbeiten können. Wir haben ja Dienstag eine Amerika-Folge. Da gehen wir das nochmal durch. Ja. Liebe Leute, macht euch inhaltliche und produktive Gedanken. Mhm. Was man so machen kann an der Ostküste darum. War's das bei dir, ne? Das waren die Nachrichten. Ich komme gleich zurück auf was anderes. Uiui. Gut. Wir springen jetzt mal in den Osten und befassen uns mal mit der Gegenseite, mit dem Feind, mit den Feinden. Oh. Und springen nach Russland. Und ich habe mal in den Deutschlandfunk-Hintergrund gehört. Und der hat etwas zu den Duma-Wahlen gebracht, die am Wochenende stattgefunden haben, also am Sonntag. Einiges Russland hat klar gewonnen. 75% oder so, ne? Nee, irgendwie 54. Ach so, na gut. Ja, ja. Ich dachte mehr. Und das ist jetzt kein Hintergrund zu den Ergebnissen an sich, weil die sind ja eher zweitrangig, sondern zur dem Wahlkampf und der Wahl an sich. Und wir fangen mal damit an und uns wird beigebracht, wie groß das öffentliche Interesse am Wahlkampf in Russland eigentlich war. Tatsache ist, der Wahlkampf in Russland verläuft äußerst schleppend, selbst in der letzten Woche vor dem Urnengang. Dabei werden am Sonntag auch noch zahlreiche Regionalparlamente und Gouverneure gewählt. Kreml-kritische ebenso wie Kreml-nahe Experten sprechen von dem schwächsten Wahlkampf der letzten 10 Jahre. Es gibt kaum Wahlkampfauftritte, die für Aufsehen sorgen, keine großen Bühnen. Gestritten wird allenfalls in den täglichen Fernsehdebatten. Die russischen Nachrichtenprogramme berichteten zuletzt weitaus mehr über den US-Wahlkampf und Hillary Clintons Gesundheitszustand als über die Parlamentswahl im eigenen Land. Ja. Das klingt ja so, als hätten sie von den Besten gelernt, Angela Merkel. Wir erinnern uns 2013, der Wahlkampf ging vorbei und niemand hat irgendwas mitbekommen. Ja? Alle waren so eingeschläfert. Merkel hat sich nur plakatieren lassen mit dem Spruch, sie kennen mich oder so. Mhm. Ich bin's, ihre Angela. Apropos, hat keiner was mehr mitbekommen. Das ist jetzt ein guter Punkt, weil wir lernen, dass die Duma oder einiges Russland, also Putins Partei, die Wahlen vorverlegt hat. Und jetzt hören wir uns mal an von einer Politologin, warum das geschehen ist. Und dann frage ich dich, warum wir das eigentlich auch machen. Das ist interessant. Turnusmäßig hätte die Wahl erst im Dezember stattfinden müssen. Das Parlament hat sie um 3 Monate nach vorn verlegt. Aus Kalkül, meint die Moskauer Politologin Jekaterina Schulmann. Die Politik des Staates zielt ganz klar darauf, die Wahlbeteiligung gering zu halten. Dafür wurde viel getan. Im September sind die Leute gerade aus dem Urlaub zurück. Sie sind beschäftigt, es ist Schulbeginn, vielleicht noch gutes Wetter. Dann fahren die Leute am Wochenende lieber auf die Datscha. Vor allem aber wurden keine Parteien und Kandidaten zugelassen, die in der Lage wären, große öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. So, der Punkt war jetzt nicht das letzte, sondern der Punkt mit September. Weil das machen wir ja auch. Warum machen wir eine Bundestagswahl, die wichtigste Wahl alle 4 Jahre, eigentlich kurz nach den Ferien? Wenn alle immer noch so, was geht schon wieder ab hier? So. Warum machen wir das nicht im November? Jetzt nicht an einem Dienstag wie in Amerika, aber an einem Sonntag. Ja. Ich finde es schwierig. Also ich finde, irgendwann muss sie halt sein. Jeder Monat muss in der Lage sein.
Ja, ich meine, in Mecklenburg war es jetzt besonders dumm. Da war im August, im kompletten August Sommerferien und dann am ersten Wochenende nach den Sommerferien Wahl. Ja. Und ich finde das problematisch. Warum nicht im Oktober wählen? Also ich finde es gut, dass eine Wahl nicht während Olympia oder Fußball-WM stattfindet, aber ansonsten weiß nicht. Man könnte genauso sagen, im Dezember ist es schwierig in Russland, weil da so kalt ist oder so. Wir haben da bestimmt ein paar Polithistoriker oder Politikwissenschaftler unseren Hörern, die können es doch mal sagen, ob das eine historische Tradition ist in Deutschland, dass immer im September. Ja, zumindest die Landtagswahlen sind ja breit gestreut. Ja, aber warum sind die Bundestagswahlen nicht breit gestreut? Warum macht man das nicht im Oktober? Man hat doch ein bisschen Spielraum. Ja. Oktober, meinst du, wäre besser dann? Fände ich auf jeden Fall. Also ich finde, ein besonders großer Abstand zu nationalen Ferienzeiträumen sollte schon da sein, ja. So. Mir fällt nur immer wieder auf, wenn man sowas hier hört. Eigentlich sagen wir doch immer, in Russland, die sind alle total politisiert, die wollen alle, die kämpfen alle für Putin und so. Ja, also man hat so dieses, ach, Politikverdrossenheit gibt's da auch. Das ist genau das gleiche wie beim Iran, ja. Alle denken immer, ach, der Scheich, da mobilisiert er alle und alle rennen irgendwie an und so. Und am Ende ist in keinem Land die Religionsverdrossenheit größer als im Iran, ja. Also noch größer als in Deutschland, weil die Leute da noch jünger sind und noch mehr keinen Bock auf sowas haben. Ist in Russland ähnlich. Ja. Und wir hören mal, es wurden einige Parteien nicht zugelassen, also besonders Anti-Putin-Parteien oder beziehungsweise Putin-kritische oder regimekritische Parteien. Und ein Beispiel ist die sogenannte Fortschrittspartei gewesen. Die Fortschrittspartei des Antikorruptionsbloggers Alexei Nawalny. Er hatte bei den Bürgermeisterwahlen in Moskau vor 3 Jahren aus dem Stand 27% der Stimmen erhalten. Zur Duma-Wahl wurde seine Partei nicht zugelassen. 27%? Ja. Nicht schlecht. Erklärt sie auch, warum das nicht zugelassen wurde? Ja, aus irgendwelchen formalen Kriterien. Viel Erfolg. Ja. Sie haben zu viel Erfolg, sie dürfen nicht wählen. Aber es ist nicht so, dass alle Putin-kritischen oder einiges Russland-kritischen Parteien nicht zugelassen wurden. Ja, aber es ist schon schwierig, also, da in Russland. Es ist schon schwierig. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, das erklärt eine Politologin, dass ja, also das Regime oder die herrschende Partei sogar ein Interesse an dem Politikdesinteresse des Volkes hat, weil dadurch die Wahlbeteiligung besonders gering ausfällt. Weil das hat auch mit Kollektivwählern zu tun, mit sogenannten Kollektivwählern. Und wir hören da mal rein und ich frage dich dann danach, ob es sowas auch noch in Deutschland gibt. Wenn die Wahlbeteiligung gering ist, steigen die Chancen derer, die organisiert und kollektiv wählen. Das sind Staatsangestellte, Polizisten, Armeeangehörige. Sie werden dafür sorgen, dass die Duma wieder relativ homogen aussehen wird. Ja, stimmt wahrscheinlich. Gibt es sowas noch bei uns? Also Kollektivwähler? Na, Kollektivwähler weiß ich jetzt nicht, aber was sie ja meint ist, wenn, also die ersten, die sich entscheiden, nicht wählen zu gehen, sind die Leute zu Hause und nicht die Staatsangestellten oder sonstigen, die Interesse in der Verteidigung ihres Status haben oder so. Hm. Das ist ja in Deutschland auch so. Die ersten, die nicht wählen gehen, sind die Enttäuschten und das sind die, die eigentlich die linken Lager unterstützen könnten. Ja. Oder eben im Protest, jetzt hat ja die AfD gezeigt, dann auch wirklich, so wie Greenwald das sagte, die Welt brennen sehen wollen. Auf jeden Fall, die Strategie ist aufgegangen. Die Wahlbeteiligung in Russland war bei 47%. Das ist die geringste Wahlbeteiligung seit dem Ende der Sowjetunion. Hm. Und wir hören mal weiter, der Premierminister, der ja zur Wahl steht oder stand, Herr Medvedev, Ex-Präsident Russlands und jetzt die rechte Hand von Putin. Hat. Ja, aber auch Ex-Präsident, die tauschen ja immer schon. Haben einmal getauscht, ja. Ja. Im Wahlkampf hat er sich einige Ausrutscher geleistet, unter anderem diesen hier, als er über den Lehrerberuf geredet hat. Daraufhin Medvedev. Lehrer zu sein ist eine Berufung. Wer Geld verdienen möchte, kann das woanders schneller und besser. Zum Beispiel in der Wirtschaft. Ja, dazu war heute ein schönes Outro von Harald Lesch über das Bildungssystem. Aha. Dann da freue ich mich schon drauf.
Medvedev hat dann auch nochmal ganz kurz den russischen Wählern auf der Krim erzählt, warum das mit der Rentenreform oder mit der Anpassung der Renten jetzt nicht wirklich klappen wird. Bereits im Mai besuchte Medvedev die Krim. Anwohner fragten ihn nach der lang ersehnten Rentenanpassung. Es ist kein Geld da, singt Slipakov. Halten Sie hier aus, ich wünsche Ihnen gute Laune. Das hat Medvedev wirklich gesagt. Die Rentenanpassung ist aufgeschoben. Anfang 2017 soll es stattdessen eine Einmalzahlung geben. Ja. Halten Sie aus, ich wünsche Ihnen gute Laune. Ja. Na dann. Und jetzt habe ich was gelernt, was ich nicht gewusst habe, nämlich. Also wir hören jetzt einen Wahlwerbespot von Wladimir Putin für seine Partei, in Anführungsstrichen seine Partei, denn. Einiges Russland setzt nun im Wahlkampf voll auf Präsident Putin. Der ist zwar nicht mal Parteimitglied, aber seine Zustimmungswerte liegen stabil bei rund 80%. Ja, das hat mich auch gewundert, als ich das gehört habe. Der hält sich irgendwie eine Partei, so an der kurzen Leine. Hm. Obwohl, ich meine, wir haben ja wahrscheinlich auch ein paar Russland-Fachleute unter unseren Hörern. Kann es vielleicht sein, dass der Präsident Russlands irgendwie überparteilich sein muss und vielleicht aus einer Partei austreten muss, wenn er das will. Das könnte jetzt sein. Ansonsten, wenn jemand weiß, warum Wladimir Putin gar nicht Mitglied von einiges Russland ist, dann lasst es uns wissen. Ja, also ich finde ja Deutschlandfunk Hintergrund immer sensationell. Aber in dem Punkt hätte ich gedacht, dass die Erklärung schon drin vorkommt. Nee, leider nicht. Aber sie kam nicht vorher. Dann hören wir mal ganz kurz rein, wie die Propaganda von Putin über Putins Erfolge in Russland sich anhört. Und welche Beispiele er für seine Erfolge den Russen mitteilt. Die Politik von einiges Russland basiert auf der Achtung der Traditionen und der Kultur unseres Vielvölkerstaates. So wichtiger Werte wie Patriotismus, Wahrheit, Gerechtigkeit und nationale Einheit. Wahrheit. Dazu sind Bilder zu sehen, die an Putins Erfolge erinnern sollen. Achtung, Achtung. Die annektierte Krim, das Feuerwerk bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Sotschi, der erste Raketenstart auf dem neuen russischen Weltraumbahnhof Vostochny. Ja, das Feuerwerk von Sotschi. Na dann. Die Krim-Einnahme, die Olympischen Spiele. Ja, das sind die Erfolge von Wladimir Putin. Hm. So, und weil wir uns ja nicht nur auf Herrn Putin konzentrieren wollen, sondern auch auf die anderen relevanten Parteien, unter anderem auf die Kommunisten, die bei der Wahl zweitstärkste Partei wurden mit 13,3%. Die haben so eine Wahlwerbung geschaltet. Fast alle Parteien setzen im Wahlkampf auf Patriotismus, auch die Kommunisten. Die Krise vertieft sich. Die NATO kreist Russland ein. Die Ukraine ist von Bandera-Anhängern ergriffen. Die fünfte Kolonne bereitet sich auf eine Revanche vor. Wir haben eine starke Mannschaft. Die KPRF kann es. Yes, we can. Wir können es. Das klingt ein bisschen nach Obamas Yes, we can. Die Funktionäre weisen das selbstverständlich zurück. Man habe an eine Losung aus dem Zweiten Weltkrieg gedacht. Wir sind im Recht. Wir werden siegen. Hm. Naja. Klingt wie so ein Trailer für einen Dolph Lundgren-Film. Genau. Aber mir war aufgefallen, wenn die Kommunisten an der Wahlbewerbung sagen, ja, die NATO kreist uns ein und in der Ukraine sind Faschisten an der Macht. Das erinnert mich an den einen oder anderen Kommentator unter unsere Jung-Naiv-Videos, auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter und so weiter. Also, liebe Leute, die immer wieder sowas bringen, ja, die Russland verteidigen, indem sie sagen, ja, in der Ukraine sind die Faschisten an der Macht und die NATO ist schuld, dass die Russen so handeln und so weiter. Mensch. Ja, ich meine, in der Ukraine geht's schon ziemlich faschistisch zu. Auf der anderen Seite. Ja, da gibt es Faschisten, ja. Aber davon zu sprechen, dass es eine faschistische Regierung oder Poroschenko ist. Auf der anderen Seite stimmen eben diese ganzen neuen Berichte auch wieder, ja. Putins Mannschaft manipuliert die öffentliche Meinung im Westen.
Das finde ich immer sehr gut, weil es so die Idee gäbe von einer unmanipulierten öffentlichen Meinung. Ja. Besonders lustig ist immer in der Bundespressekonferenz, wenn es wieder irgendeinen Hackerangriff gab auf irgendwelche Parteien, fragt der erste Journalist, haben Sie Hinweise, dass es die Russen waren? Ja, das hatte ich nicht ganz verstanden, weil das war doch selber jemand aus Russland oder so, der danach fragte, ne? Oder? Der hat doch mit so einem russischen Akzent gesprochen. Das ist ein Kollege von der Deutschen Welle, aber ich glaube nicht, dass er Russ ist. Ja. Das Kalkül habe ich nicht ganz verstanden in der Frage. Ich auch nicht, aber darum habe ich ja auch mal gefragt, ja, aber vollständigkeitshalber. Waren es die Franzosen? Waren es Franzosen, Amerikaner, Chinesen? Und Dimmrot so. Und wenn ja, wie sieht denn die Handschrift aus? Ja. Ja, sehr gut. Dass es aber trotzdem noch eine echte Opposition in Russland gibt, weil wir lernen im Hintergrundbeitrag, die führenden Oppositionsparteien sind keine wirklichen Oppositionsparteien, sondern auch Putin-Anhänger. Aber es gibt doch wirklich kleine Parteien, die sich gegen dieses Putin-Regime stellen. Und auch wenn die teilweise nicht zugelassen wurden, einige wurden zugelassen und die Spitzenkandidaten wurden dann bei der sogenannten, schätze ich mal, Elefantenrunde im russischen Fernsehen, ich habe nicht ganz genau verstanden, was das war, kamen die natürlich auch zu Wort. Und der eine von der Passage-Partei, glaube ich, hat dann auch mal losgewettert und das gesagt, was wir im Westen gerne hören natürlich. Ne? Michail Kasyanov, Spitzenkandidat der Parnas-Partei, nutzte die Gelegenheit zu einem Rundumschlag. Russland macht die falsche Außenpolitik. Unsere wichtigsten Partner sind heute unsere Feinde. Schuld sind Putin und seine Leute. Wir müssen diese Regierung ablösen und einen neuen politischen Kurs einschlagen, mit dem Ziel, für Wohlstand unserer Bürger zu sorgen, für wirtschaftliches Wachstum, für höhere Löhne und würdige Renten. Dass Menschen in Würde leben können, das ist das nationale Interesse Russlands. Umfragen zufolge liegen die Parnas-Partei und auch Jablocker bei je 1-2% der Wählerstimmen, weit unterhalb der 5%-Hürde. Ja, die Russen haben so ein bisschen das Problem, wie wir Deutschen erstaunlicherweise auch. Man fühlt, dass man jetzt in einer Zeit ist, in der man lieber keine Experimente wagt. Tja. Und letzter Clip, der auch nochmal verdeutlicht, warum Oppositionsparteien in Russland fast chancenlos sind. Das liegt auch an der herrschenden Partei, Einiges Russland, die mich mehr und mehr, also jedenfalls nach diesem Ausschnitt, an die SED zum Beispiel in der DDR erinnert. Die Oppositionsparteien haben auch deshalb keine Chance, weil sie machtlos sind gegen die sogenannte administrative Ressource. So nennt man es in Russland, wenn sich die Regierungspartei des Staatsapparates und seiner finanziellen und organisatorischen Mittel bedient, um die eigenen Ziele durchzusetzen. Die Macht versucht, diese Technologie zu institutionalisieren. Sie ist dabei, die Marke Einiges Russland vollständig in die alltägliche Arbeit der staatlichen Stellen zu integrieren. Die Leute können gar nicht mehr unterscheiden, was von der Partei kommt, was vom Gouverneur. Ob die Partei einen Kindergarten oder eine Straße gebaut hat oder ob das mit Steuergeldern bezahlt wurde. Beim Bürger entsteht der Eindruck, als würde alles, was der Staat tut, von Einiges Russland gemacht. Ja. Ich meine, die Grünen haben das damals nicht ohne Grund gemacht, zu sagen, schon bei der Ämterbesetzung machen wir eine strikte Trennung zwischen Amt und Mandat. Also zwischen Parteiamt und politischem Mandat. Ja. Das ist nicht ganz unbedeutend. Kann man das auch, also ich meine, Merkel und die CDU und das läuft dann alles so auf diesen, das Schicksal des deutschen Staates wird beim CDU-Parteitag in Essen entschieden. Darauf läuft es jetzt hinaus. Und es ist nicht sehr weit weg von dieser Idee, dass die Leute nicht mehr wissen, wer baut hier eigentlich meine Straße? Ist es die Partei oder ist es der Staat? Ja, ich meine, in dem Sinne kannst du auch sagen, dass die Zukunft Deutschlands auf dem SPD-Parteikonvent über CETA. Ja, ganz genauso, ja. Da sitzen die im Hinterzimmer und dann kommt der Sprecher und sagt, aber so viel sei verraten, ist alles gut. Machen Sie sich keine Sorgen. Ja. Wir schauen jetzt mal nach Damaskus. Wer sitzt da? In Damaskus sitzt der Herr Assad. Richtig. Und mir ist irgendwo in der Timeline unter die Finger gekommen, dass AP, Associated Press, einen Interviewtermin mit Herrn Assad bekommen hat. Und dann habe ich mal in den YouTube-Kanal von Associated Press geguckt und
habe dann nur ein paar Ausschnitte von diesem Interview gefunden, habe dann aber gesucht, ja, wo ist denn das Ganze? Und habe es nicht gefunden und habe es nicht gefunden. Und dann habe ich es tatsächlich doch gefunden, aber rate mal wo. Da du es mir schon geschrieben hattest, bei auf Ersatzseiten, auf seinen Kanälen. Ja, auf Assads YouTube-Kanal. Ja. Also Assad selbst hat das ungeschnittene, vollständige Interview mit ihm von der AP hochgeladen. Mhm. AP selber hat es nicht getan. Ja, man muss grundsätzlich sagen, bevor wir da jetzt reingucken, ich kenne es auch noch nicht, aber wenn Assad Interviews gibt, nur alleine, wenn er sie gibt, heißt das Oberwasser, ja. Das gab diese eine Szenerie, wo er so lange verschwunden war, keiner wusste, gibt's ihn noch oder wer führt da gerade die Geschäfte, und plötzlich tauchte er in Moskau auf, ja. Also er hat sich getraut, das Land zu verlassen und wusste, nichts geht schief, ja. Das sind dann immer so die Sachen, wo die wirklich Oberwasser haben plötzlich. Und wenn die solche Interviews geben, was Assad jetzt nicht so selten macht, ja, der steht ja auch auf der Straße und redet mit Journalisten und so, also mit Journalisten. Das heißt einfach, diese Idee, Assad abzulösen und so, die ist jetzt ganz, ganz, ganz weit weg. Also ja. Regime Change als Ziel eines des laufenden bewaffneten Konflikts ist irgendwie eine ganz, ganz ferne Idee. Das ist wahrscheinlich wahr. Interessant ist natürlich, er spricht Englisch und deshalb können wir uns das jetzt sehr gut anhören. Er spricht auch ziemlich gutes Englisch. Und wir fangen mal damit an. Es beginnt natürlich mal mit aktuellen Themen, ne? Also das Horse Race der Weltpolitik. Es geht um die angekündigte amerikanisch-russische Partnerschaft in Syrien, ja. Also tun sich jetzt die Amerikaner mit den Russen zusammen und bombardieren zusammen die bösen Terroristen. Und die Frage wurde Assad gestellt, ob er an diese Partnerschaft glaubt, und Assad ist da, sagen wir mal, skeptisch. Do you believe there could ever be a joint US-Russian military partnership against the militants as outlined in the deal? Again, practically yes. But in reality, no, because the United States doesn't have the will to work against al-Nusra or even ISIS, because they believe that this is a card they can use for their own agenda. And if they attack al-Nusra or ISIS, they will lose a very important card regarding the situation in Syria. So I don't believe the United States will be ready to join Russia in fighting terrorists in Syria. Ja, das mit dem Bild des Vehikels stimmt, ja. Das ist, das hat Amerika immer so gemacht. Die sind ja nicht einfach losgezogen und haben irgendwas getan, sondern die haben immer gesucht, wen können wir denn hier unterstützen? Wer lässt sich denn instrumentalisieren? Und wie wir von dem ZDF-Reporter jetzt nicht gehört haben, als er vor einer Woche da vom Boden berichtet hat, es sind halt 100 verschiedene Milizen, die man sich da aussuchen kann. Ne? Ja. Ich meine, der Grundkonflikt für den Westen ist natürlich, okay, wenn wir jetzt ISIS bombardieren, ISIS sogar vielleicht besiegen sollten und die anderen terroristischen Gruppen oder radikale Islamisten auch irgendwie auslöschen oder entwaffnen oder besiegen, dann bedeutet das ja auch trotzdem wahrscheinlich dann, dass die Regierungstruppen und damit Syrien und damit Assad gewinnt, sozusagen den Bürgerkrieg. Und das ist dann auch wieder nicht im Interesse des Westens. Ja. Darum wird es interessant. Ich meine, wer weiß, nach der US-Wahl, vielleicht entscheidet sich Clinton als auch Trump mit Bodentruppen reinzugehen. Das kann ich mir alles immer noch vorstellen. Hm. Obama wird es nicht mehr machen. Nee. So, jetzt haben wir mitbekommen, Anfang der Woche, also wir haben den Angriff auf den UN-Hilfskonvoi mitbekommen, zu dem kommen wir gleich. Davor, ein paar Tage vorher, gab es ja den US/australischen Luftangriff auf syrische Regierungstruppen. Wo die Amis gesagt haben, sorry, war ein Unfall. Ja, die Botschaft war nicht nur, war ein Unfall, sondern, ja, wir gucken mal, welche Lektion wir daraus jetzt lernen können. Ja. Also wirklich ganz hochnäsig. Und Assad hat natürlich seine eigene Theorie, beziehungsweise äußert jetzt mal die Tatsachen, aber was Assad darüber sagt, ist gar nicht so uninteressant. Und zum Schluss wird es dann aber wieder kurios, weil er erklärt uns, warum dieser Angriff zeigt, dass die Anti-ISIS-Koalition mit ISIS zusammenarbeitet. Was absurd ist. This week the US has said the coalition attack on Syrian troops was an accident. Do you accept their explanation? No, it's not, because it wasn't accident by one airplane for
once, let's say, it was four airplanes that kept attacking the position of the Syrian troops for nearly 1 hour, or a little bit more than 1 hour. You don't commit a mistake for more than 1 hour. This first, second, you're not attacking. They weren't attacking a building in a quartier. They were attacking a huge place constituted of many hills, and there was no terrorist adjacent to the Syrian troops there. At the same time, the ISIS troops or the ISIS militants attacked right away after the American strike. How could they know that the American are going to attack that position in order to gather the militants to attack right away and to capture it 1 hour after the strike? So it was definitely intentional, not unintentional, as they claimed. Hast du verstanden, was er gemeint hat? Ja, also ja. Für mich steht hier Aussage gegen Aussage. Nee, es macht wenig Sinn, weil er sagt so, ja, die haben natürlich sich ganz klar mit den Amis, ISIS hat sich ganz klar mit den Amis abgesprochen, weil woher sollen sie sonst wissen, dass da die Berge, wo unsere Truppen sind, bombardiert werden? Ja, lieber Herr Assad, wenn irgendwo Bomben runterfallen, dann bekommt man das auch in der Gegend mit, ja. Und wenn Bomben runterfallen in einer Gegend, wo die vermeintlichen Feinde, also die syrischen Regierungstruppen sind, und ISIS so vom Himmel, also in den Himmel guckt und dann sieht so, oh, warum bombardieren die denn nicht uns, sondern die? Oh, naja, scheißegal, komm, wir laufen da jetzt hin und machen denen den Gar aus. Ja, ich meine, wenn da die syrische Armee oder wer auch immer, also die Feinde des IS sitzen, sind die natürlich vom IS unter Beobachtung, ja. Und dann wird natürlich gesehen, die sind gerade geschwächt, dann gehen wir lieber jetzt rein, als noch länger zu warten. Das ist der Punkt. Du machst einfach nur die Augen auf, guckst auf die Stellung des Feindes und siehst dann, warum werden die bombardiert? Sind wir das? Nee, wir haben noch keine Flugzeuge. Ach so, ja, stimmt. Gut, dann laufen wir jetzt hin. Aber was er noch sagte, war im Sinne von, da wurde ja nicht einfach nur eine Fassbombe aus Versehen ausgelöst und ist dann runtergefallen, sondern da wurde ganz sozusagen gezielt mehrere Stellungen gleichzeitig bombardiert. Stunde lang. Sowas macht man nicht. Vier Flugzeuge laut Assad. Ja, aber da kann man halt nur sagen, klar kann er das so sagen, ja, aber das ist halt wirklich Aussage gegen Aussage. Aber woher wissen wir denn, wie der Angriff ablief? So, niemand weiß es. Richtig, das ist oft das Problem. Jetzt hören wir einen längeren Clip, aber ich fand der ist wichtig, weil jetzt geht es um den Angriff auf den UN-Hilfskonvoi, ne? Ich nehme mal an, er ist da klar entschieden. Er sagt natürlich, wir waren es nicht, aber es ist trotzdem ein interessanter Austausch. Regarding the claim of the White House yesterday, accusing either the Syrian or the Russian, in that regard, I would say whatever the American officials said about the conflicts in Syria in general has no credibility. Whatever they say, it just lies and bubbles has no foundation on the ground. So what happened to the convoy? Who should be held responsible? Those convoys were in the area of the militants, were in the area under the control of the terrorists. That's what they should accuse first. The people or the militant, the terrorists who are responsible of the security of this convoy. So we don't have any idea about what happened. The only thing that we saw was a video of burned car, destroyed trucks, nothing else. Several eyewitnesses have told AP that 20 missiles were launched against the convoy. There is footage of torn bodies. This does not seem as though it would be anything but an attack from the air. Yeah. Eyewitnesses are also talking about barrel bombs, and as you are aware, your administration has been accused of using barrel bombs in such circumstances. So you still think this was an attack from the ground by rebels? Yes, yeah, so first of all, even the United Nations said that there was no airstrikes against that convoy. That was yesterday. Second, at the same time of that event, the terrorists were attacking the Syrian troops by missile. They launched missile attacks. We didn't. So we didn't respond. Third, you cannot talk about eyewitness for such a judgment or accusation. What are the credibility of those eyewitness? Who are they? We don't know. We have eyewitnesses that were relatives. We have the white helmets. We have many people saying that they witnessed helicopters in the air. Now, only the Syrians and the Russians have helicopters. Yeah, but are you saying this is just invented? Those witnesses only appear
when there's accusation against the Syrian army or the Russian. But when the terrorists commit crime or massacre or anything, you don't see any witness, any witnesses, and you don't hear about those white helmets. So what a coincidence. Now, actually, we don't have any interest in doing so for one reason, because if we attack any convoy that's going to the civilians, we are working for the interest of the terrorists. That will play into their hands directly. In that regard, we are pushing the civilians toward the terrorists. We put them in their labs, and we are providing the terrorists with the good incubator, something we didn't do. This is first. Second, we are, as government, as officials, we are committed morally toward the Syrian people, morally, constitutionally, and legally, to help them in every aspect to have the basic need for their livelihood. Tja, eine Frage, die man Herr Steinmeier mal stellen könnte, wäre ja, Herr Steinmeier, Sie sagen ja immer, es wird hier keine militärische Lösung geben, dafür ist es alles viel zu verfahren. Aber wie kann es denn eine diplomatische Lösung geben? Also wie kann das denn im Gespräch geklärt werden, wenn man sich auf keine Aussage verlassen kann, ja? Wenn man nicht mal den grundlegenden Fakt festhalten kann für alle Beteiligten? Ist das jetzt ein Luftangriff gewesen? Ist es ein Bombing von unten gewesen? War es ein Insider-Job von Leuten, die mitgefahren sind? War es ein großes, also ja, man weiß ja gar nichts darüber. Und Assad hilft ja auch nicht, also war nicht zu erwarten, aber er nutzt ja diese Unklarheit komplett aus, ja. Jetzt geht's um all die Grausamkeiten, die wir in den letzten Jahren über den syrischen Bürgerkrieg gehört haben, ne? Also Säureattacken, Giftgas, Fassbomben, also alles, was Assads Truppen gemacht haben sollen. Und Assad erzählt uns jetzt, hey, Leute, wir machen alle Fehler, ja? Wir machen alle Fehler. Und kommt dann mit einer, mit einem alten Mediengesetz und sagt uns, warum das immer eine große Rolle spielt. Look, if we want to talk about mistakes, every country has mistakes, every government has mistakes, every person has mistakes. When you have war, you have more mistakes. That's the natural thing. But the accusation have no foundation regarding Syria. When they talk about barrel bombs, what a barrel bomb is? It's just a title they use in order to show something which is very evil, that could kill people indiscriminately. And as I say, because in the media, when it bleeds, it leads. Ja, aber ich meine, was ist denn eine Fassbombe, ja? Also kann ich mir jetzt vorstellen, die sitzen irgendwie da und so wie in New York der Typ Rohrbomben baut, bauen die aus Fässern Bomben und werfen die dann ab. Also ist halt dafür, dass der Begriff so viel benutzt wird, ist es eigentlich ein bisschen unklar. Die schmeißt man halt aus Hubschraubern runter, ne? Ja, aber was schmeißt man da ab? Ja. Einfach Fässer gefüllt mit irgendwas, was dann knallt. Da sind oft irgendwie Sprengstoff drin, Nägel, Öl, also dann sind halt... Ja, also so Amateur-Rohrbomben, ein Maßstab größer irgendwie. Scheint halt noch eine bösere Bombe zu sein als eine normale Bombe. Jetzt erklärt uns Assad, weil er wird ja mal gesagt, warum schmeißt du da Bomben und warum gefährdest du Zivilisten? Und jetzt erklärt uns Assad, hey, ich meine, Terroristen kann man jetzt nicht mit Luftballons besiegen, ja? They don't talk about bombs. No, they call it barrel bombs. Bomb is a bomb. What's the difference between different kinds of bombs? All bombs are to kill, but it's about how to use it. When you use armament, you use it to defend the civilians. You kill terrorists in order to defend civilians. That's the natural role of any army in the world. When you have terrorists, you don't throw them with the balloons, or you don't use rubber sticks, for example. Oh Gott. Na, mit ihm ist eh keine diplomatische Lösung möglich. Jetzt wird er moralisch und erklärt uns, hey, also er hat ja gar kein Interesse daran, einfach aus moralischer Sicht seine Zivilisten, also die syrischen Bürger, zu töten. We don't kill civilians because we don't have the moral incentive. We don't have the interest to kill civilians, our people, who support us? If we want to kill the Syrian people, who's going to support us as government, as officials? No one. So in reality, you cannot withstand for 5 years and more against all those countries, the West and the Gulf state, the petrodollars,
and all this propaganda, the strongest media corporation around the world, if you don't have the support of the of your own people. That's, again, the reality. So, no, we don't use it. I wouldn't say that we don't have mistakes again, that many mistakes that have been committed by individual, but there's difference between a mistake or even a crime that's been committed by individual and between a policy of crime that's been implemented or adopted by government. We don't have such a policy. Ja, ist doch eine spektakuläre Logik zu sagen, ich töte doch nicht das Volk, weil dann hätte ich doch keins mehr. Halten Sie mich für blöd? Mm. Ist echt übel. Ja, und die ganzen Grausamkeiten, die passieren, ja, das sind Fehler. Ja, aber das ist jetzt so sein. Das ist menschliche Fehler, das ist ja. Jetzt keine, das ist keine Politik. Wir haben da jetzt kein Regierungspamphlet rausgebracht, hier tötet auch mit Fassbomben Zivilisten. Nein, das passiert halt. Ja. Das ist jetzt so seine Haltung nach 5 Jahren, ja. Wir schauen nach Aleppo und Assad erzählt uns jetzt. Oder er wird damit konfrontiert, warum er denn die Menschen in Aleppo verhungern lässt. But the world saw the reality of Aleppo. There were UN convoys of aid that were not allowed into the city. Are you denying that that was the case? The situation has been like this for 4 years now. If there's really besiege or siege around the city of Aleppo, people would have been dead by now. This is first. Second, more importantly, they've been shelling the neighboring areas and the position of the Syrian army for years, non-stop shelling of mortars and different kind of lethal bombs. How could they be starving while at the same time they can have armaments? How can we prevent the foods and the medical aid from reaching that area and we cannot stop the armament from reaching that area, which is not logical. Ja, das ist wirklich nicht logisch, ne? Wie kann denn die Lage schlecht sein in Aleppo, wenn da noch Leute leben? Ja, aber ein guter Punkt, den fand ich jedenfalls jetzt auf dem spontan interessant. Er sagt, ja, also warum kommen die Kämpfer, die wir da in Aleppo bekämpfen, immer noch an Waffen? Ja, also die Waffen erreichen Aleppo immer, aber das die Hilfsmittel nicht. Warum sollen wir es schaffen, dass Hilfsmittel nicht Aleppo erreichen, aber wir schaffen es nicht, dass die Waffen Aleppo erreichen von unseren Feinden. Die Argumente kennen wir ja. Zum Beispiel aus Gaza oder so. Nur weil mal kleines Raketchen gebaut wurde und auch tatsächlich flog, wird dann im Gleichklang für 10.000 Leute das Essen da rationiert und so, ja. Mhm. Nee, das ist alles übel. Assad ist da wirklich, also man fragt sich wirklich, was man da, also Regime Change, ja, also ihn weg, wie auch immer, kann ja nur durch Töten gelingen. Aber diplomatische Lösung ist doch da mit so einem völlig undenkbar irgendwie. Na, wir hören mal weiter und jetzt erklärt er uns, was er denkt, wenn er Aleppo besucht. Weil Aleppo ist ja jetzt nicht so, dass Aleppo. Ja, ist eine geteilte Stadt. Geteilte Stadt heißt. Hat uns auch jemand gesagt. Ich weiß nicht, ob es die Hälfte ist, jetzt geografisch die Hälfte, aber die halbe Stadt ist quasi noch in Regierungshand. Ja. Und die andere Hälfte halt nicht. Und jetzt erklärt uns Assad, was er denn so denkt, wenn er Aleppo besucht. Have you been to Aleppo recently? Will you go to Aleppo? And how does it feel for you to see the devastation in parts of what was known as the jewel of Syria? Devastation is painful, of course, but we can rebuild our country. We're going to do that. Someday the war will stop. The most painful is the devastation of the society. The killing, the blood, the shedding, something we live with every hour and every day. But how would I think? I would think when I see those pictures, how would a Western official feel when they look at these devastation and these killing pictures and they know that their hands are stained with their blood, that they are committed the crime directly in killing those people and destroying our civilization. That's what I think about. Na dann, Damaskus, Aleppo, ich gucke gerade bei Google Maps, 4 Stunden Autofahrt, einmal in den Norden, naja, 360 Kilometer sind das. Also er denkt, wenn er die zerstörten Teile von Aleppo sieht, hey, Mensch, der Westen, irgendwann wird sich der Westen denken, ach, da sind wir alle schuld dran. Ja. Er nicht.
Jetzt macht er aber trotzdem einen guten Punkt, weil es geht darum, ja, wie können wir diesen Krieg denn beenden? Und er sagt dann, ja, so theoretisch können wir den ziemlich schnell beenden, ja, wenn jetzt wenn der Syrienkrieg, der syrische Bürgerkrieg isoliert wäre, also quasi ohne Einflüsse, ohne Intervention aus der Welt, dann wäre das Ding ziemlich schnell vorbei, womit er wahrscheinlich auch recht hätte. Aber Assad erklärt uns jetzt, und ich finde, er hat da einen Punkt, dass er als syrisches Regime gefangen ist in einem Stellvertreterkrieg. So let's just dwell on that point for a moment. Do you believe that in a couple of months the situation in Syria will have dramatically changed in your favor to the point that refugees can come back? No, because I don't believe that in a couple of months Erdogan and the United States regime and the Western regimes in general are going to stop. And of course, Saudi Arabia and Qatar are going to stop the support of the terrorists. I don't see it in the next 2 months. So how can you really incite Syrians to come back in 2 months, as you said? I said if there's no external factors. I said if you look at it as isolated case, as a Syrian case, which is theoretical, I mean, this is where you can say in a few months you can solve it. But now we are talking about situation which is part, as a, you're talking about arena which is part of the international and regional arena, not isolated. So this is where you can, I said no one have the answer, when will it end? Wenn das glaube ich, ist wirklich so. Also, ja, aber das ist in jedem Krieg so. Also wenn die andere Seite nicht aufhört, dann geht der Krieg immer weiter. Nee, aber das sagt dir selbst Volker Perthes, sagt die Bundesregierung, wenn sich die Amis und die Russen nicht einigen, dann gibt es kein Ende. Und das ist doch das stärkste Zeichen eines Stellvertreterkrieges, wenn zwei Staaten, die nichts in Syrien zu tun haben, sich darüber einigen, was in einem fremden Land geschieht. Ja, ich finde auch, hat sich hier zu so einem warmen, kalten Krieg hochgeschaukelt. Dann geht es darum, also da fragt dann der Journalist, ja, also jetzt gehen wir davon aus, dass sie gewinnen, ja? Dass Assad, die Regierung am Ende den Bürgerkrieg gewinnt, der Westen sagt so, ja, scheiße, lieber den Bürgerkrieg beenden und die Assad-Kröte schlucken. Und die Frage ist ja, was passiert dann danach? Ja, also alles zurück zu normal oder wird Syrien jetzt geteilt? Und Assad macht jetzt mal, also was wir bei uns eine deutsche Integrationsdebatte nennen, macht Assad jetzt auf Syrisch. Also er eröffnet jetzt eine syrische Integrationsdebatte. Even if you were to win the war, what would be left of your country and Syrian society? Will you have to think again about the prospect of a partition, Syria? No, we never thought about it, and the majority in Syria don't believe in this. And I don't think the reality, in spite of this savage war, has created the atmosphere for such partition. Actually, in many areas, the social situation is much better, because when you want to talk about partition, you need to find these borders between the social communities. You cannot have partition only on political basis or geographic basis. It should be social, first of all, when the communities don't live with each other. As a result of the war, many Syrians understand that the only way to protect your country is to live with each other with integration, not only in coexistence, which actually more precisely is cohabitation, when people interact and integrate with each other on daily basis in every detail. So I think in this regard, I'm more assured that Syria will be more unified. So the only problem now that we face, not the partition, terrorism. Und zum Abschluss, und ich weiß nicht, ob sich der AP-Reporter das irgendwie nicht sparen konnte, aber ich fand es dann auch wieder lustig, Assad wurde über den US-Wahlkampf befragt. Ja, also, was ist denn jetzt hier, Hillary oder Trump? Glauben Sie, egal wer gewinnt, dass jetzt alles besser wird oder so weiter? Und ich meine, ich will Assad jetzt kein Aufwachen-Podcast-Hörer nennen, aber Assad, egal was man von ihm denkt, er sagt jetzt hier vieles Richtige. The US election is now just a few weeks away. How do you expect that a Clinton or Trump presidency would differ in terms of US policy towards Syria and specifically toward you? The problem with every American candidates regarding the presidency, I'm not talking only about this campaign or elections, generally.
that they say something during the campaign and they do the opposite after the campaign. As we see now, the American official, they say something in the morning and they do the opposite in the evening. So you cannot judge those people according to what they say. You cannot take them at their words, to be frank with you. We don't listen to their statement. We don't care about it. We don't believe it. We have to wait till they become presidents. We have to watch their policy and their actions and their behaviors. We don't have a lot of expectations. We never had. We have hopes that we can see a rational American president, fair, obey the international law, deal with other countries according to mutual respect, parity, and etc. But we all know that this is only wishful thinking and fantasy. Na gut, wishful thinking and fantasy. Aber ich meine, das, was er sagt, dass er abwartet einfach, wer es wird, und dann wird halt beobachtet, wie sich die neue Administration so gibt. Das ist eine ähnliche Haltung, ist zum Beispiel auch im deutschen Außenministerium zu beobachten. Ja, gut, wir können jetzt ja eh nichts machen, wir können nur das Beste hoffen. Aber ansonsten, wer weiß, ja. Also, also ich meine, das ist halt das Ding von Außenpolitik. Natürlich wird sich dann nicht darauf konzentrieren, was im Wahlkampf gesagt wird, ja, sondern wie gehandelt wird. Wir leben ja in postfaktischen Zeiten und es ist nur ein kurzer Sprung von Assad, der hier sein großes Interview gibt, zurück in den Berliner Wahlkampf zum AfD-Chef, der nämlich, also ich spring mal rüber hier zum meinem Dings. Apropos, ich meine, die Frage, die ich am Montag gestellt habe, die ist ja jetzt die letzten Tage noch relevanter geworden. Ne? Also der dieser Nerstheimer, zu dem ich Sie angesprochen habe. Ach so, ja, genau. Der ist jetzt ist auch schon aus der Fraktion ausgetreten, bevor obwohl es sie noch gar nicht gibt. bevor sie sich da gebildet hat. Ja, das ist Wahnsinn. Gibt es eine andere Kandidatin, die auch so antisemitische Weltverschwörung verbreitet? Also nee, ist wirklich Wahnsinn. Also wir leben jetzt in diesen postfaktischen Zeiten. Wir hören es jetzt nochmal aus dem Munde des Darf ich ganz kurz einen anderen Clip einstreuen? Okay. Weil ich wäre jetzt doof, wenn ich jetzt so tun würde, als ob du nicht weißt, worum es geht, aber vielleicht für unsere Hörer, spoiler das mal nicht, liebe Hörer, wir hören jetzt eine Minute einen Report von einem CNN-Reporter an, der in einem scheinbaren Bürgerkrieg unterwegs ist. Das bringt uns aber raus aus unserer schönen Brücke, die ich gerade gebaut habe. Ah, okay, dann machen wir es zum Abschluss. Das können wir gleich machen. Also, Assad sagt, naja, so richtig ist egal, was die amerikanischen Kandidaten da sagen. Und der AfD-Chef in Berlin hat das vor der Wahl genauso gesagt. Wir hören mal, da ist jetzt leider Musik unterlegt, die beim ZDF Frontal 21 bei Toll in dieser Satire-Dings eingestreut wird. Aber das Zitat ist trotzdem deutlich zu hören. Also wir hören kurz den AfD-Chef, der am Tresen steht und der Berliner Öffentlichkeit erklärt, aus welcher Prämisse heraus er Politik macht. Perception is reality. Das heißt also, das, was man fühlt, ist auch Realität. Ja, Perception is reality. Das kam auch in der BBK ziemlich oft. Das, was man fühlt, ist Realität. Nun ist Perception nicht ganz die Übersetzung für Gefühl, aber für so Empfinden. Ja. Und jetzt haben wir ja gelernt, Herr Münkler wird ja hier noch eine große Rolle spielen, wenn dann Thilo sein Gespräch publiziert hat. Herr Münkler hat ja eine Idee, wie man mit diesen Empfinden umgehen kann, wenn es eventuell politisch ratsamer ist, anders über eine Faktenlage zu denken. Wir erinnern uns kurz. Also ich glaube, dass einer der Modi, die unsere Gesellschaft zur Verfügung hat, mürrische Indifferenz, auch in diesem Falle eine angemessene Reaktionsweise ist. So, mürrische Indifferenz. Wir vergleichen jetzt. Darüber haben wir eine Viertelstunde geredet. Sehr gut. Wir vergleichen jetzt das Münchner Oktoberfest und seine mediale Repräsentation beim Bayerischen Rundfunk mit Casey Neistat, der durch New York fährt. Und wir wissen, in München kein Terror, sondern Volksfest. Und in New York kein Volksfest, dafür echter Terror. Und wir gehen jetzt mal mit der medialen Realität im Vergleich um. Also, uns wurde, ich habe das leider nicht wiedergefunden, der Münchner Report aus München empfohlen. Irgendwer hat uns das empfohlen. Ich habe bei Twitter nochmal geguckt, Facebook, irgendwo in E-Mails. Ich kann leider die Quelle nicht mehr finden. Also vielen Dank für die Empfehlung. München, Oktoberfest, Ausgangslage ist diese. 500.000 Besucher, das klingt richtig viel, aber normalerweise kommen am ersten Wiesnwochenende doppelt so viele Menschen aufs Oktoberfest. Ja, wo sind denn die Menschen alle?
These Nummer eins. These Nummer eins wird jetzt vorgestellt. Natürlich ist das miese Wetter eine Erklärung, aber nicht die einzige. Was neben miesem Wetter könnte also noch eine Erklärung sein? Terror. Ja, also hier. Kommt da jetzt Oktoberfest-Experte Teewissen? Ursachen, na, Teewissen zum Glück nicht. Ursachen, These 1, das Wetter. Ursachensuche, These 2, die Angst geht um. Die Angst geht um. Nach den Terrorattacken von Würzburg und Ansbach und dem Amoklauf von München ist vielen einfach nicht zum Feiern zumute, noch dazu in großen Menschenmengen. So, wie verdeutlicht man Oma Erna und allen, die zuschauen, uns auch, dass hier die Angst umgeht? Wenn Straßenumfrage, man, Straßenumfrage. Ja, die kommt gleich. Wenn man erstmal die methodischen Mittel des Filmemachens hat, also beispielsweise mit pastelligen Filmen arbeitet, das Ganze in Zeitlupe zeigt, Polizisten, die durch Regen laufen. Also wir gucken uns das mal. Thilo kann danach beschreiben, ob dem Bayerischen Rundfunk hier ganz gut gelungen ist, Angst darzustellen. Hm. Ich denke dabei vor allem so an Bayhem, ja, so Michael Bay Styles irgendwie. Kamera immer in Bewegung, ein bisschen die Farben verändern, ja, ein bisschen die Sättigung rausnehmen, Zeitlupen immer sehr beliebt. Also wir gucken mal hier genau hin. 3, 2, 1. Okay, Jungs, wir machen auf. Auf den ersten Blick alles wie immer. Doch das größte Volksfest der Welt hat sich in diesem Jahr verändert. Oh Gott. Wir müssen alle Angst haben. Ja, das Volksfest hat sich verändert. Polizisten laufen plötzlich nur noch in ein Drittel natürlicher Geschwindigkeit. Und die Musik dazu ist sehr dumpf und bringt uns in, erinnert uns mehr so an die Horrorfilme und so weiter. Also bunte Bilder verwandelten sich in Zeitlupenbilder in Schwarz-Weiß. Also, Etappe Nummer 1 hier. Dieses Jahr, ja, durch den Terror. Es ist echt extrem. Und dieses Jahr durch den Terror? Es ist extrem. Also um 9 in der Früh, normalerweise sind die uns die Bude eingerannt. Ja, normalerweise rennen die uns die Bude ein. Und dieses Jahr durch den Terror. Es ist so extrem. Nicht nur auf dem Oktoberfest, sondern auch in den umliegenden Ländern, wo sich die Vereine in idyllischen Dörfern vorbereiten, große Trübsinn, die Menschen trauen sich noch ihre Tracht anzuziehen, aber nach München fahren, wo der Terror ist. Mm-mm. Jeder hat das Recht, einer Veranstaltung auch fernzubleiben. Und muss ich sagen, das Recht muss ich jetzt für den Verein leider in Anspruch nehmen, so traurig wie das ist. So traurig, wie das ist, muss er dieses Recht in Anspruch nehmen, nicht zum Oktoberfest fahren zu dürfen. Dürfen ist das richtige Wort hier. Das bedeutet auch Freiheit in Deutschland. Ja, also das sind die O-Töne aus den umliegenden Ländern. Jetzt, manche haben sich ja doch getraut nach München. Aber, ja. aber war das jetzt ein Boulevardmagazin oder ist das ein... Tja, Reporter aus München. Primetime, ARD. Also auch nicht. Also, wie ist denn die Stimmung vor Ort? Ja, manche trauen sich ja tatsächlich nach München zu fahren in diesen Zeiten des Terrors. Die Angst ist natürlich bei gewissen auf jeden Fall vorhanden. Und wir haben das auch jedem freigestellt, teilzunehmen. Ja. Ja, dies ja keine ist, Pflicht. Sonst ist das nicht so, ne? Nee, es ist jetzt die Vereinsdisziplin, kennen wir so, Fraktionsdisziplin, ja, ist ein bisschen gelockert. Man darf jetzt auch zu Hause bleiben wegen dem Terror. Es ist freigestellt, zu Wiesn zu fahren. Naja. Gibt zwar keinen Terror in Deutschland, aber. Es wurde also hier ein Gefühl berichtet, ja, bisher Fakten null, ja, wurde eine Rohrbombe gefunden oder irgendwas, null Fakten, aber viel Gefühlsreport mit O-Tönen, das hat natürlich alles Konsequenzen, der Bericht geht weiter. Die Nervosität beginnt schon Tage vorher. Während die Bavaria-Statue stoisch zuschaut, wie sich das Fest auf den Ansturm vorbereitet, streitet die Stadt über den neuen Sicherheitszaun. Für viele Münchner ist die Vorstellung unfassbar, dass ihr Volksfest nun hinter Gittern stattfinden soll. Unfassbar. Als ich letztes Jahr da war, waren da überall nur Zäune und definierte Eingänge und überhaupt. Da kann man doch nicht einfach raus und reinlaufen. Ich meine, die haben bei uns auch die Rucksäcke kontrolliert. Die haben gesagt, nein, nicht mit Kinderwagen. Da haben wir eine Abstellstelle. Dann haben wir uns da eine Stunde angestellt und so weiter. Ja, ist eh Stress. Eh alles eingezäunt und so. Fällt dann hier im Bericht auch auf? Tatsächlich ist das Oktoberfest in diesem Jahr erstmals komplett eingezäunt. Ein Großteil des Zauns stand schon immer. Der neue rollbare Teil schließt jetzt die übrigen 350 Meter. So, ich mache mich ja immer lustig über die O-Ton-Olympiaden, die hier abgefeiert werden, um so Gefühle zu reportieren. Wir hören jetzt die Frau, die für immer von uns die Aufwachen-Podcast-Goldmedaille in der O-Ton-Olympiade umgehängt bekommt.
Man hat jemanden gefunden, der am Zaun stehend sich mal über den Zaun äußert und vielleicht auch ein bisschen Hilfe braucht. Wie finden Sie denn den Zaun dieses Jahr? Zum Heulen. Ich fürchte mich ganz schrecklich vor einer Massenpanik auf der Wiesn. Und ich weiß nicht, ob die Leute wirklich alle die Möglichkeit haben, die Wiesn zu verlassen. Entschuldigung, ich bin ein bisschen bewegt. Es fällt mir auch schwer, mich nicht lustig zu machen. Diese Lückenschließung, das, also 350 Meter Zaun wurden jetzt auch nochmal angebaut. Also die Lücke wurde geschlossen. Ja, es ist und das ändert alles. Ja, also zur Entspannung sei gesagt, dieser Zaun lässt sich innerhalb von einer halben Minute öffnen, der ist rollbar und so. Ja, und wenn mehr als 5 Leute da sich gegenschmeißen, dann ist der auch... Na, das glaube ich nicht, dass man den so einfach niederkriegt, aber man hat da sehr viel, also Love Raid hat seinen Effekt da gehabt hier in Deutschland, ja, was solche Sachen angeht. Naja, das Oktoberfest, das war jetzt sozusagen bis hierhin so eine Vorberichterstattung, ja, oh, Zaun und weniger Leute kommen. Jetzt Oktoberfest, Tag 1. 8 Uhr morgens. Oktoberfest, Tag 1. Bedienung Alex ist nervöser als sonst. Wird die Wiesn sicher sein? Haben Sie Angst? Einige ihrer Kolleginnen haben für dieses Jahr abgesagt. Ah, Terrorangst. Ja, sie sagt dann später im Film, ja, die eine Freundin, die ich immer mitnehme, die hat jetzt Zwillinge bekommen, die kann dies ja nicht. Nee, aber sie hat abgesagt, nicht weil sie jetzt Kinder hat, sondern weil sie Angst hat vor Terror. Ja, es wurde dann noch so nachgeschoben. Ja, sie hat jetzt 2 Kinder bekommen und sie weiß ja nicht, was hier so vor sich geht. Ja. Naja, jedenfalls. Aber das ist ja nur ein vorgeschobener Grund. Ja, ich habe Kinder bekommen. Naja, glaubt dir doch keiner. Natürlich wird die Wiesn beschützt von Securities, die extra angestellt werden. Also nicht nur Polizei ist da, sondern auch Security. Antiterror-Einheiten? Ja, also Thilo... denk dir mal den Wunschkandidaten aus, den du in der Security rekrutieren möchtest fürs Oktoberfest. Wer wäre das? Rainer Wendt. Nee, ich meine jetzt so, was für Biografien muss er irgendwie, was für Erfahrung muss derjenige haben? Welchen Beruf sollte so ein Security-Typ haben? Was sollte er ja schon alles mitgemacht haben in seinem Leben? Verrat's mir. Na, wir hören mal rein. Einsatz für die Securities. Die Mannschaft wurde dieses Jahr extra aufgestockt. Sie sollen besonders auf die Taschen achten. Einer von ihnen ist Manuel Groneck. Er war als Soldat in Afghanistan und weiß, was Terror wirklich ist. Ah. Es ist einfach Hardcore, ja. Das ist wirklich Hardcore. Aber da könnte man jetzt ja fragen, was meinen Sie damit, dass er weiß, was Terror wirklich ist? Also tja, das wurde leider nicht aufgelöst. Wir können aber noch einen kleinen Nachtrag zu ihm hinterher schieben. Die O-Töne von ihm habe ich mal rausgenommen, auch weil ich glaube, man muss hier ein bisschen, also es wäre unfair jetzt sozusagen, sich über ihn lustig zu machen. Nur weil die bei der AD dachten, sie müssen hier mal einen echten Soldaten mit Terrorerfahrung aus Afghanistan einspannen. Naja, Nachtrag zum Soldaten. Noch ist er entspannt. Jetzt werden hier mal ein paar Zahlen genannt, wobei ich finde, nachdem ich den Stress letztes Jahr mal mitgemacht habe für den letzten Samstag, den es da noch war, wo es besonders stressig ist, wo ich sage, das klingt mir nach einem ganz vernünftigen Verhältnis. Draußen sichern 450 Ordner die Eingänge ins Gelände. 200 mehr als letztes Jahr. Ja, 200 mehr Ordner als letztes Jahr, das ist jetzt doppelt so viel am Eingang. Gleichzeitig nur halb so viele Besucher, ja, finde ich echt eine gute Quote eigentlich. Man schiebt einen kurzen historischen Rückblick ein. Auch ganz interessant, wir achten mal auf die Jahreszahlen. Wiesn und Terrorangst, schon immer eine Herausforderung. 1980 tötet der Rechtsextreme Gundolf Köhler 13 Menschen. 2009 taucht ein Al-Qaida-Video auf, mit einer Bombendrohung für das Oktoberfest. Und noch immer sind die Eindrücke vom Amoklauf im Sommer präsent. Vor 7 Jahren tauchte ein Al-Qaida-Video auf, in dem für eine Sekunde das Oktoberfest eingeblendet und genannt wurde. Das hat alles geändert. Das hat alles geändert. Also, 2 Clips noch vom Oktoberfest, zurück zu der einen Bedienung. Ich meine, das ist ein Geschenk für die für Sicherheitsbehörden. Hey, irgendein Terrorist hat mal irgendwann irgendwas über das Oktoberfest gesagt. Ja, jetzt wenn so ein Video auftaucht, kriegst du hier 50 Millionen als Budget locker für solche Sachen. Naja, zurück zur der einen Bedienung, die am Anfang schon vorgestellt wurde. Endlich. Kassensturz kurz nach dem Dienst. Ja, schaut wieder mager aus heute. Also es war jetzt der 2. schlechte Tag. Also mittlerweile glaube ich jetzt schon, dass viele Angst haben. Also weil das kann nicht sein. Also man merkt es anscheinend schon auch in der Welt, dass es
einfach der Terror in Deutschland noch angekommen ist. Ne? Und ich möchte gerne sagen, das ist mein ehrlicher Eindruck, wenn ich sie da gerade gesehen habe auch. Sie glaubt das. Sie freut sich auch darüber, dass mal was los ist, dass irgendwie die Bedeutung gewachsen ist, ja. Also sie grinst dabei, während sie das sagt. Ja, das sieht man schon, dass jetzt der Terror in der Welt hier in Deutschland angekommen ist. Ja. Also sie freut sich, dass sie da mal ins Zentrum dieser Aufmerksamkeit rückt irgendwie. Also ich finde es wirklich eklig. Jetzt hören wir noch zum Abschluss, und das ist dann auch der Kicker, jetzt wird noch eine Jahreszahl genannt, ein Bierzeltbetreiber. Es war für uns einer der schwächsten ersten Samstage seitdem wir das Zelt haben. 2001 war es nochmal ähnlich schlecht. Also ich glaube nicht, dass nur das Wetter dafür verantwortlich ist. Also 2001 war es mal ähnlich schlecht. Was war 2001? Oktoberfesten, das war ja dann einen Monat nach dem 11. September, ja? Oder zwei Wochen nach dem 11. September. Ja. Springen wir doch mal nach New York. Interessant ist ja trotzdem, dass die ganze Zeit im Hintergrund immer volles Haus ist. Volles Haus, volles Haus, volles Haus. Ja, ich meine, eine halbe Million auf dem Ding am ersten Wochenende statt eine Million, das ist auch volles Haus, ja, weil eine Million, das ist wirklich super volles Haus. Also da kannst du dich da nicht mal bewegen. Das ist das Ding, also für Besucher ist das doch was Gutes, weil es ist ja, ich halt, finde es auch perfekt da. Es ist perfekt. Das ist doch, da kann man sich wenigstens in menschlicher Form bewegen. Ja. Aber aus Veranstalter-Sicht, aus wirtschaftlicher Sicht, Leute, die da Geld verdienen wollen, die sind diejenigen, die traurig sind. Ja. Also nee, ich meine auch, ganz ehrlich, doppelt so viel Security, die halbe Zahl an Besuchern heißt, es ist jetzt auch ein Familienfest. Du kannst jetzt Kinder jeden Alters mit aufs Oktoberfest nehmen, ja. Es ist eigentlich ein Gewinn. Aber na gut, ich würde erstmal sagen, es lag erstmal wirklich nur am Wetter so, ja. Die Leute werden schon noch kommen. Es wird auch dieses Jahr wieder eine der größten Wiesen aller Zeiten, aber na gut. Ja. Nehmen wir mal den Faden auf, der hier gerade gelegt wurde. Das 2001 war das letzte Mal so schlecht. Also, New York. Diese Sendung, die wir eben geguckt haben, kam am Montag. Am gleichen Tag hat Casey Neistat seinen täglichen Videoblog hochgeladen. Diesmal zum Thema Terror aus New York. Und er zählt mal am Anfang auf, ist es nur ein Gefühl, das hier vermittelt wird, oder gibt es faktische Terrorsorgen in seiner Stadt? This is not like one of my normal YouTube video uploads. Today, I want to use this channel instead as a platform to share with you a little bit of what normal life, of what my life is like in New York City today, at what is kind of an extraordinarily tumultuous time in New York City. Saturday morning, 2 days ago, a pipe bomb exploded in Seaside Heights, New Jersey, not too far from here, along the route of like a running race. Nobody was injured. So right now, the main focus is to make the area safe, Fred. Later that night, a homemade bomb exploded in a dumpster on 23rd Street, about 35 blocks from here, injuring 29 people. The explosion at 8:40 p.m. tonight, this video coming from across the street. A couple hours later, a second bomb was found on 27th Street, one that had not detonated. A pressure cooker, there you have it, found just 4 blocks away. And then last night, Sunday night, around 9 o'clock, 5 pipe bombs were found in Elizabeth, New Jersey. That is just across the river from here. And they noticed a package in a wastebasket. One of those bombs detonated while the police were trying to disarm it. Then this morning, just before 8 a.m., my phone, my wife's phone, we got an emergency alert about a wanted suspect in the New York City area. And then, about a half an hour ago, in Linden, New Jersey, after a police shootout, they caught the suspect they were looking for. Klingt nach echtem Terror, würde ich sagen. Großem Unwohlsein. Jetzt stellt sich die Frage, nimmt Casey Neistat jetzt das Recht in Anspruch, sein Haus nicht verlassen zu müssen in dieser Terrorzeit, oder reagiert er mürrisch indifferent, steigt auf sein Boosted-Board, fährt durch New York und zeigt uns mal, wie die Stimmung so ist? Antwort ist natürlich klar. Zweitens, also Station 1 seiner kleinen Reise hier, Union Square. This is Union Square, totally quiet here. No noticeable extra police protection or soldiers or anything extreme like that. Just business as usual. O-Töne gibt's auch zu vermelden. Have the recent events in the city, like the attack that happened Saturday, give you any pause about being here, being on the street, your safety, anything like that? No, not at all. We're here to live. Mhm.
Jawohl. Nächste Station, für uns ja auch mal ganz interessant, Times Square, wie ist die Lage? This was the site of the explosion on Saturday night, but even here, things are quiet. There are news crews and cops and FBI agents and a lot of public safety officers. Ja, war natürlich noch nicht der Times Square, sondern der Ort, wo die 29 Menschen verletzt wurden. Jetzt ist er am Times Square. Even here in Times Square, it feels quiet. NYPD Tactical is here. There's some extra cops, but for the most part, there's a lot of people, looks like from out of town, soaking up the city. Ja, so eine, die dann mal von außerhalb in die Stadt kam als Touristin, hat er dann auch gefunden und sie gefragt, ist sie denn besonders nervös? Well, this is actually my first time here, so I'm nervous anyway. Ja, wenn man am ersten Tag in New York ist und vorher noch nie da war, ist man sowieso nervös. Letzte Station, er fährt mit seinem Boosterboard also rum und trifft auf einen Polizisten. Ich wollte gerade sagen, die Terrorangst gehört eigentlich zur New Yorker Kultur mittlerweile. Ja, als ich da war, wollte sich jemand, als wir auf dem Empire State Building waren, runterstürzen. Den hat man da noch so gegriffen. Der Zaun ist ja doch sehr schwer zu überwinden. Und unten warteten dann 30 Polizeiautos, ja. Also das ist eine Stadt in ständigem Alarmbereitschaft. Das ist wirklich, wenn man es mal sieht, wenn die sich da mobilisieren für solche kleinen Sachen, ist es wirklich erstaunlich, was da los ist. Also Casey Neistat fährt jetzt hier auch mit seinem Boosterboard durch die Stadt und trifft auf einen Polizisten, mit dem er dann auch nochmal kurz quatscht. How would you characterize the vibe here at the San Gennaro Feast? Everyone's having a good time. No one's complaining. No one's having any issues over here. Do you think that there's like a difference at all with the way people are conducting themselves in the city with the recent events? No, it's business as usual. Everyone's just going about their business, not worried about anything. What do you think that says about New Yorkers? That we're resilient. We've been through it before. Sure, we'll be through it again. Now we'll just keep fighting and going back. Ja, das ist mürrische Indifferenz in Reinform. Wir hören es jetzt nicht nur von dem Protagonisten, den er gefunden hat, sondern auch nochmal von Casey Neistat selbst. I moved to New York City 3 months before the terrorist attack of September 11, 2001. I lived a block beneath the World Trade Centers. I've never once been surprised at the resiliency or the attitude of New Yorkers towards what would be towards the tense, towards the scary, towards the kind of events that have been happening in the last couple of days. The ethos and the atmosphere that is perpetuated about what New York and what New Yorkers are is true. This is a city of 8 million that copes and deals with whatever it is confronted with. Ja, Casey Neistat ist hierzulande ein bisschen kritisiert für seinen Pathos, den er die ganze Zeit hat, aber wir können diesen Pathos kontrastieren mit dem, was der Bayerische Rundfunk beispielsweise macht. Auch nur Gefühlsmanagement, aber voll eben in diese Terror, ja, Wiesen, alles ist unsicher, geht lieber nicht hin, ist ja die Botschaft. Ja, und dann doch lieber diesen amerikanischen Pathos, ja, der einem hier bei YouTube irgendwie reingedrückt wird. Der Fun Fact zu diesen ganzen Terrorakten in New York ist ja, der Typ, der die 29 Menschen da verletzt hat mit seiner Bombe, wurde 2014 von seinem eigenen Vater, dem FBI, gemeldet. Und konnte dann nach seiner Tat gefunden worden, weil er in einer Bar am Tresen eingeschlafen ist. Ja, also was kann man gegen Terror tun? Mehr Überwachung, mehr geht man nicht zur Wiesn und so oder einfach gute Polizeiarbeit? Naja, die ARD wird von sowas natürlich nicht lernen, sondern sie wird sie ist schon in der Altersklasse, in der wir auch sind, in der bodenlosen Interessenslosigkeit versunken. Mehr Leute in Deutschland gucken Casey Neistat als ARD-Sendungen, das kann man auch mal sagen. Und in der Hinsicht ist alles gut. Zum Abschluss gucken wir nochmal in ein scheinbares Bürgerkriegsgebiet und unsere Hörer müssen jetzt mal raten, wir hören jetzt eine Minute lang einen Clip, wo sich das abspielt, denn ja. CNN-Reporter ist vor Ort. Und danach klären wir es auf. Basically, we were following the crowd all the way down to this part of downtown. At one point, people got really agitated. There were trash cans thrown from the top of a mall, and then they came here. And as you can see, people are trying to damage these vans. So far, they've put out. Oh wow. They put out a pepper spray. People are running from it. Jerry, get out of there! Jerry, get out of there! So
As you can tell, the situation is totally out of control. So there were agitators that were getting pulled in by police, and a couple people started sitting down, but police grabbed one, and that's when everything just went out of control. You can see police are trying to control the situation, but there's tear gas everywhere. People started launching the tear gas back at the police. Hey, watch out, there's gas under you. Get out of there. There are more cans of tear gas getting thrown into the street right now, Anderson. And we're trying to get out of the way. So there were two lines. Oh, my eyes. Anderson, I gotta send it back to you. All right. Oh, man. Ja, das ist Amerika. Charlotte, North Carolina. Ja. Nach einem scheinbaren Police-Shooting. Mhm. Ich habe zum Ausklang, wir verlinken mal das vollständige Assad-Interview, wer sich dafür interessiert. Mhm. Und ansonsten als Outro habe ich Louis Black, der über den Wahlkampf in Amerika spricht, so als kleine Vorbereitung, als Vorschau auf die Sendung am Dienstag, in der wir uns mit der ersten Debatte zwischen einer gewissen Hillary, wie heißt sie, Clinton und einem sehr unbekannter Name, ja. Donald Trump. Jo. Trumpf. Donald Trumpf. Genau. Gut, na dann heben wir uns Harald Lesch für später auf. Das ist zeitlos. Gut. Und ansonsten am Sonntag erscheint Herfried Münkler bei Jung und Naiv. Mhm. Wir haben leider nur ca. 10-20% meiner Themen und Fragen geschafft. Er redet halt sehr viel. Also wir hätten, glaube ich, einen 6-Stunden-Termin machen müssen, um alles zu besprechen, was ich wissen wollte. Dabei habe ich mich ja schon eingeschränkt mit meinen Themen, aber wir sind nicht zu vielen Dingen gekommen, aber wir haben uns über Millennials unterhalten, über den Münkler Watch Blog. Sehr, sehr gut. Über die mürrische Indifferenz, über Merkels Schicksal und über seinen Werdegang. Sehr gut. Sind wir alle gespannt. Und dann am Dienstag, wir kündigen auch unseren Livestream nochmal an, wenn wir dann fertig sind. Gucken wir uns mal an, wie sie sich geschlagen haben, die beiden. Ansonsten unterstützt Jung und Naiv. Lasst uns wissen, was hier mit Chomsky ist. Mhm. Ob euch das interessiert, ob ihr uns da finanziell unterstützen wollen würdet. Jo. Und ansonsten kommentiert fleißig, bewertet uns auf iTunes. Ah, das hat übrigens sehr gut geklappt. Das sind ja wirklich sehr gute Kommentare. Die machen ja richtig gute Laune, wenn man die liest. Ja, übertreibt man nicht, Leute. übertreibt man nicht. Sehr, sehr gut. Also bis Dienstag. Ciao. It's time to let Donald Trump come in. Put some gold leaf on the border and marble columns around Florida. Throw up his names in big lights over the Midwest and sell this whole place to the Chinese before they realize it's half broken. This is what I've been waiting for my whole life. A president who's not afraid to tell the truth about being a lying ass. Trump 2012. Oh my God, that was Louis Black in 2011 on what a Donald Trump presidency might look like. You know, 90% of all joking is true. Joining us now, Grammy award-winning comedian Louis Black, who is returning to Broadway with his new show, Louis Black, Black to the Future. This is big, baby. This is big. How are you? I'm good. Yeah? Yeah, and that segment you just showed. Yeah, yeah. Mm-hmm. What's intriguing about that is that the next day, my assistant got a phone call from Donald Trump's assistant. Of course, your assistant did. Or he. And Donald wanted to talk to me. Uh-huh. Mm-hmm. And I was like, you got to be kidding me. Yeah. Seriously? Oh, yeah. About what? My segment on the Daily Definitely, show. Yes. He did. And I. Did you talk to him? No. Okay. No, I did not have time. You were joking about this 5-6 years ago, and here we are today. And here we are today. Can you believe it? No. No. No, I can't believe it. And it's, I think, the pivotal moment for me was the moment that I was watching CNN, mm-hmm. which I watched to get a good sense of what it's going to be like when I have a stroke. Right. Right, right. And I'm watching CNN. Understood. And I... people watch this show and they want to know, you know, what it will be like when I have phlebitis and can't really around much. So, so I was watching it and on there was
Sarah Palin was in the foreground, right, and Trump was in the background. And I thought, how am I supposed to make this money here? Right. What is my job now? Right. How do you satirize what is already satiric? This was the point in time, as far as I'm concerned, where we, the American people, reached the point where reality and satire finally intersected. Yeah. That's it. What's extraordinary? Where you guys discuss this every day. Right. Yeah. This is fiction. We don't know how to put it on. We are living in fictional times. Mm. Except this would be better in a book. If you woke up and read, listen to I'm me. I'm listening. If you woke up and read this in a book, you would say, ha, that's a great book. The last time you were on Broadway, 4 years ago, another presidential election. Now you're back on Broadway with this presidential election. What's the difference between satirizing Romney and satirizing Trump? Romney, I had to work. Yeah. I don't have to work. What's amazing is that comics who didn't do political stuff can now do political stuff. All they have to do is wake up, read the paper, quote him. And they're going to get a laugh. If you say, when you just say the word Trump, stare at the audience, say I get a laugh. People laugh. Wow. You know? So Trump is easy, but you were also a Bernie Sanders supporter. So what do you think about Hillary Clinton as a choice? I think this is the strangest election I've ever watched in my life. Because about her politics, it's not her politics. When in our lifetime? We have a two-party system. You think one of the parties might elect someone the American people trust. This is the largest dislike of two candidates ever. I mean, isn't that crazy? Is it a social experiment we're running? I think so. Unconsciously? We've liked some of the presidents we've had. We thought, hey, we liked them, but things didn't work out. So let's try to pick somebody we don't like, and maybe it'll work out. Yeah, yeah. Wait, what's it like for you going back to Broadway? You love Broadway. Yeah. Right, so this has to be pretty darn exciting. It's great. And they've had to add shows? Yeah. It was like the Beatles 64 coming to America. It has taken off really well, hasn't it? Yeah, it's done well. It does do well. It does much better than I imagine it doing. And after Broadway, this is just the start of a national tour? You're going to go to Peoria? My tour never ends. I was just in, here's one for the books. I started my tour. I started it up again. I take a break, and then we start up. We never kind of ended. It was Biloxi, Mississippi. Oxford, Mississippi. Oh, great. Birmingham. Yeah. And Columbus, Georgia. Those are the three cities I just worked. How are you greeted there in Birmingham? In Birmingham was great. Yeah. It was, Donald Trump has helped my comedy. even people who thought I was nuts before have been pushed. Yeah. Pushed to your side. They now kind of get where I'm coming from. Yeah. Well, it is great to have you on the show. Well, thank you so much for this grueling schedule. The show Black to the Future will be at the Marquee Theater from September 12th through October 24th. Louis Black, thank you. Come back anytime. It's great to have you. Thank you. We'll be right back with much more Morning. Hey there, I'm Chris Hayes from MSNBC. Thanks for watching MSNBC on YouTube. If you want to keep up to date with the videos we're putting out, you can click subscribe just below me or click over on this list to see lots of other great videos.